Okay, fangen wir an. Auch wenn ich noch den Mund halb voll habe. Wir haben kein Live-Protokoll, sondern ein hinterher über das Video erstelltes Protokoll. Korrekt. Ein Wortprotokoll kann dann der Mitarbeiter machen von dem MDL, dass das sehr wichtig findet. So, also. Fraktionssitzung, 26.04.2016. Wir grüßen das Kaufhaus in Neheim. Nein? Doch. Die Experten streiten sich noch, wo das Kaufhaus steht, anscheinend. Auf jeden Fall im HSK. Genau. So, wir sind 11 Leute. Und damit beschlussfähig kommen wir zu Top 0. Genehmigung des Protokolls der 149. Sitzung der Fraktion vom 15.03.2016. Nico. Zum Protokoll wollte ich nichts. Ich wollte einen Tagesordnungspunkt ergänzen. Da ich letzte Woche verhindert war, möchte ich nochmal gerne für den nicht öffentlichen Teil 10 Minuten. Das war in meiner Einladung jedenfalls nicht drin. Deswegen. Behaupte mal, dass es mit drin ist. Ich sehe es tatsächlich auch nicht, aber in meinem Kopf ist es, dass du dran bist. Also, genau, wir haben es geschoben beim letzten Mal, von daher ist es diesmal dran. Ich schreibe es mal eben als Stütze. Na, ins Pad. Alles muss man selber machen. So, gibt es jemanden, der eine Anmerkung, also nein, machen wir es so, weil wir sind ja noch nicht in der Tagesordnung, wir sind ja bei Top 0, gibt es noch irgendwie für den öffentlichen Teil Tagesordnungspunkte, die jemandem einfallen? Weil für den nicht öffentlichen Teil haben wir ja gleich. Ja, wie ich eben angeregt habe, ganz kurz das Thema Videoüberwachung anzusprechen und Interessenslage der Fraktionen. Ich könnte was zu gestern erzählen. Sicherheitskongress NRW. Gut. Machen wir es zum Thema Videoüberwachung. Hast du das jetzt mit Mikro gesagt? Okay, gut. Dann jetzt Top 0. Genehmigung des NÖ, Quatsch, des NÖ, des Protokolls der letzten Sitzung. Gibt es jemanden, der dazu was sagen möchte? Die Dietmar. Ja, ich bitte zu ergänzen, Genehmigung des öffentlichen Protokolls der 149. Sitzung, weil wir ja mit der Ach so, Protokollgenehmigung alle okay. Protokolle. Krankheit, ja, alles klar. Den nicht öffentlichen Punkt müssen wir schieben. Aufgrund von Krankheit ist Das das ist nicht kein umgegangen. Alles Thema. klar. Gut, ich ergänze das. War keine Kritik, sondern nur Nee, ein alles Bitte. gut. Ich habe mich nur gewundert, weil wir ja beim letzten Mal eigentlich festgestellt hatten, dass das NÖ-Protokoll dann auch rumgeht, aber klar, aus Krankheitsgründen. Gut, Genehmigung des öffentlichen Protokolls der 149. Sitzung. Ist jemand gegen diese Genehmigung? Möchte sich jemand enthalten? Dann ist das einstimmig so genehmigt. Oh, jetzt schreibt jemand mit. Gen. Das Protokoll ist damit gen. So, kommen wir zum Top 0,5. Man könnte auch sagen Top 1. Beschlussfähigkeit habe ich schon festgestellt, nicht öffentliche Teile. Aktuell haben wir folgende nicht öffentliche Teile. Einmal Top über die Zuschriften an den Vorstand, ein Top zum Thema Open Antrag, ein Top zum Thema Betriebsvereinbarung und ein Top von Nico gerade beantragt, und dann haben wir noch einen fraktionsinternen Teil, da geht es um eine Personalie. Gibt es da noch was hinzuzufügen? 70 Minuten? 70 Minuten. Hartmut. Nur eine kurze Information, Standklage, Vizepräsident. Eine kurze Info. Gut, trage ich dazu. Gut.
Frank. Und noch einen kurzen Punkt, Personalien, Personalie oder Personalien oder wie auch immer, im nicht öffentlichen Teil. Kommen wir direkt in den öffentlichen Teil, oder? Lieber. Jetzt hast du es ausgemacht, statt an. Ist die Frage, ob es den nicht öffentlichen Teil betrifft. Wir haben es immer, glaube ich, im öffentlichen Teil gemacht. Der Punkt Nachbesprechung Plenarwoche oder Plenarsitzungen, den haben wir auch schon die letzten zwei Male, glaube ich, ein bisschen geschlabbert. Und davor hatten wir es immer. Die Frage ist eben, ob wir da nochmal so eine Art Manöverkritik oder im positiven wie im negativen Sinne machen wollen, sollen, sollten. Das nur als Anregung, falls das gewünscht ist und vielleicht auch für richtig befunden wird. Ich nehme das mal auf als Nachbereitung der Plenarsitzung am 20. 21. April als Top 6. Frank. Ich wollte eigentlich sagen, danke für den Hinweis. Ich fände das aber gut, wenn wir das dann halt für die kommende Plenarsitzung auch wieder hier auf der Tagesordnung berücksichtigen und jetzt nicht aus dem Hut machen oder eine Zeitbeschränkung auf 5 Minuten jetzt machen für den Tagesordnungspunkt, wenn wir den heute hier mit dazu nehmen sollten. Ansonsten ist das ein wichtiger und guter Punkt, der aber berücksichtigt sein sollte im Vorhinein auf der Tagesordnung. Rompi. Im Rahmen der Vorbereitung für die kommende Plenarsitzung, vielleicht sollte ich den einfach nochmal umbenennen, diesen Punkt, das haben wir beim letzten Mal nämlich auch so gemacht, genau die Woche nach einer Plenarsitzung, ist die Erwähnung der Vorbereitungszeit minimalst. Und wir haben ein breites Fenster gemacht im Rahmen der Nachbehandlung. Genau diesen Tagesordnungspunkt. Ich muss es einfach, glaube ich, nochmal in der Tagesordnung umschreiben, dass wir sagen, Vorbereitung, Nachbehandlung ist eigentlich immer der gleiche Top. Verzeihung. Gut, ich habe jetzt einfach einen neuen Top draus gemacht. Dann kann man da gleich auch den Bericht besser drunter schreiben. Gut, gibt es weitere Wünsche zur Tagesordnung? Das ist nicht der Fall. Dann fasse ich jetzt mal zusammen. Wir waren bei 70 Minuten, jetzt ist ein nicht öffentlicher Teil dazugekommen. Und noch ein zweiter. Ich würde sagen, wir machen 90. Wir machen 90 Minuten. Ist jemand dagegen, dass wir 90 Minuten nicht öffentlichen Teil am Ende machen? Also ab 11 Uhr, 12 Uhr. 11.30 Uhr. Auch das ist nicht der Fall, dann machen wir das so. Dann trage ich hier eine 90 ein. Zack. So, dann kommen wir zu Top 2, Bericht der Pressestelle. Mario. Ja, moin. Jetzt letzte Woche Plenum, alles ganz normal und gut gelaufen. Das, was wir reinbekommen haben an Pressemitteilungen, die wir also beantwortet ausarbeiten sollen, haben wir gemacht, wie angekündigt. Wir haben letzte Woche eine PM dann nicht gemacht zur Wirtschaft. Da müssen wir nochmal gucken, ob die Abläufe dann da so passen, wie wir die bisher haben. Das muss ich nochmal mit Linus besprechen. Ich habe etwas geändert und zwar habe ich meinen öffentlichen Kalender, sind jetzt alle laufenden Aufgaben drin der Pressestelle, also eine Sache, die ein bisschen länger dauern und die nicht reaktiv sind, wo wir mal ganz kurz eine PM machen oder so. Da kann sich jeder, der Kalender ist freigegeben, die Aufgaben dementsprechend auch, kann sich jeder über die einzelnen Tasks informieren und auch den Sachstand zum Teil sehen. Zum größten Teil. Und dann auch, wann geplant ist, etwas zu abzuschließen. Genauso sind in meinem Kalender dazu die Termine, Besprechungstermine, sodass sich jeder auf dem Laufenden halten kann über die Arbeit der Pressestelle. Zumindest immer meinen Part dazu und das reicht dann aber auch. Wir haben jetzt mehrere Pressemitteilungen für heute auf dem Zettel. Sowohl zu E-Mobilität, zu Wirtschaft, zu Krankenhaus, wir haben was vom Lehrerverband, wir haben eine Anfrage zum PUA Köln.
Es kommen immer mehr Anfragen, die zum Teil direkt bei mir landen, die ich dann direkt mit einzelnen Abgeordneten abspreche. Ich sage mal, wir sind noch nicht bei täglich, aber da landen wir bald. Ich spreche es immer direkt bilateral mit den Abgeordneten ab, sodass die anderen das eigentlich erst dann mitkriegen, wenn es dann in der Presse war. Was ich sehr gut finde, ist, dass einzelne Abgeordnete die Termine direkt machen, so wie Dietmar letztes Mal mit Westpol. Das finde ich gut. Ich finde es gut, dass Abgeordnete direkt mit der Presse sprechen und direkt einen guten Kontakt zu Pressevertretern machen. Ich würde euch alle auffordern, das weiterzumachen und mich dann in CC setzen, damit ich einfach nur Bescheid weiß. Wie gesagt, konkret haben wir jetzt, ich glaube, 3 oder 4 Pressemitteilungen für diese Woche auf der Zettel. 1, 2 Interviewanfragen, ganz normales Tun nach einer Plenarwoche. Dietmar. Ja, danke für die Blumen, Mario. Gleichwohl möchte ich doch sagen, das ist auch über die Pressestelle gegangen. Also es ist jetzt nicht irgendwie so, dass ich da einfach für die Fraktion mal so aus dem Bauch raus was gemacht habe. Das war schon eine Anfrage, die reingekommen war. Ne? Ja, okay, gut. Gut, gibt es Fragen, Anmerkungen, Ideen zu dem Bericht? Mario hat noch eine eigene Idee. Nee, ich habe, habe ich ganz vergessen, die Flyer und die Druckerzeugnisse der Verfassungskommission sollen morgen geliefert werden. Für die BGE-Flyer werden am Donnerstag geliefert. So sind momentan die Avis. Wir verteilen das dann so, dass für den 1. Mai jeder Abgeordnete auf dem Infostand oder den Infoständen, wo er gerade ist, dann auch Material in der Hand hat und zumindest unsere Idee und unsere Perspektive zum BGE in wenigen Worten verteilen kann. Gut, gibt es weitere Anmerkungen, Fragen, Ideen zum Bericht der Pressestelle? Das ist nicht der Fall. Dann kommen wir jetzt. Doch. Hans-Jörg. Es hat wieder die Bundespresse gestern gemammelt und die wollten gerne wieder ein bisschen Material haben aus Nordrhein-Westfalen. Und bei mir ist das immer so, wenn ich da bin, ich bin oft unsicher, ob ich das wirklich so vollständig wiedergebe, was so los war. Also ich bereite mich auf den Top auch nicht wirklich vor, weil ich ja nicht so Presse und Medien mache. Das wäre schön, wenn entweder mehr MDL von uns dabei sind oder wenn die Presseabteilung irgendjemand von euch, nicht unbedingt Mario, eine Mail schickt an die SG Presse und mit dem Berichten, die ihr ja auch sowieso hier vorlegt und in der Vorstandssitzung, wenn das geht. Mario. In der Tat hat sich da mit mir etwas verändert. Sowohl Ingo als auch Jens haben vorher einen kurzen schriftlichen Bericht gemacht und den dann auch in der Zweitverwertung der SG Presse zur Verfügung gestellt. Da ich teilweise an diesen Redaktionssitzungen Bund teilgenommen habe, noch in alten Funktionen, und ich das immer fürchterlich ermüdend fand und langweilig, hatte ich hier auch gleich gesagt, ihr könnt mir das sagen, dann gehe ich dahin, aber es ist halt um 20 Uhr bis 21 Uhr. Das hätte ich dann halt gerne, du gehst dahin. Für die anderen Mitarbeiter finde ich es noch viel schlimmer. Das ist einfach nicht sowohl Jens oder Tinas Aufgabe. Nur dann muss ich das ganz klar wissen, dass ich das mache, dann plane ich das so ein. Können wir machen. Aber im Grundsatz gibt es von dem Sascha Russel für die Redaktionskonferenz jeden Morgen eine Mail, die ganz klar ist, also jeden Montagmorgen mit Erinnerung, was da besprochen werden soll. Und wenn ich nichts habe, was in diese Mail kommt, sprich, wenn da drin steht, bitte alles schreiben, was von bundespolitischer Bedeutung ist oder Auswirkungen auf den Bund haben kann, und ich habe da nichts, dann könnte ich noch der Freundlichkeit halber eine Mail schreiben und sagen, habe ich nicht. Aber das war's dann auch. Und ansonsten ist jemand wie Time Codex halt auch eigentlich ganz gut informiert und weiß, was wir tun. Es schadet nie, wenn Abgeordnete da sind und so den persönlichen Kontakt machen, von ihrer Arbeit berichten, insbesondere dann, wenn das was hat. Das heißt, das ist aber etwas, ja nicht, was wir oktroyieren können. Wenn du, ich habe dich da ja auch schon erlebt, finde ich toll, aber das finde ich gut, wenn es die Abgeordneten dann selber machen. Weil dann wird es halt persönlicher. Aber das passt auch nicht in euren Zeitplan immer so rein. Und
Ich mache es so, dass ich sowohl mit Harry, mit Time Codex oder auch mit BIM seinerzeit einen direkten telefonischen Kontakt habe. Wenn irgendwas ist, spreche ich Sie direkt an. Dauer, Verzögerung, 5 Minuten. So schnell komme ich an die ran. Da ist mir die wöchentliche Redaktionssitzung nicht ganz so wichtig. Gut. Gibt es weitere Wortmeldungen? Das ist nicht der Fall. Dann kommen wir jetzt zum Bericht des Fraktionsgeschäftsführers Hartmut, bitte. Ja, erst die üblichen Informationen zum Car-Office. Wir waren also gestern in Herne. Heute sind wir, wie Michelle schon gesagt hat, in Neheim, wo die Fraktionssitzung übertragen wird. Wir werden morgen in Hamm sein und am 1. Mai in Recklinghausen. Das ist ja ein ganz großes Treffen, da werden wir so Teil dieses Treffens sein. Es hat Gespräche mit der Landtagsverwaltung gegeben, mit Herrn Donath, weil wir wissen wollen, weit im Vorfeld, damit wir uns darauf einstellen können, wann ist eigentlich die Legislaturperiode zu Ende, wie lange werden die Mitarbeiter beschäftigt, ist das der 14. Mai, dauert das länger. Eine verbindliche Auskunft haben wir noch nicht bekommen können, aber wir werden zeitnah von Herrn Donath da eine definitive Auskunft bekommen, sodass wir das auch in unsere Planung mit einbeziehen können. Der Vorstand hat gestern auf Anregung der Kernarbeitskreise und der Referentenrunde beschlossen, dass wir uns an der Gamescom beteiligen, die im August sein wird, und dafür einen Etat von 15.000 Euro zur Verfügung stellen. Das ist mit Freude von den Referenten aufgenommen worden. So schnell können Reaktionen erfolgen. Dann gestern von Bericht aus der Referentenrunde. Also ein Thema war, dass angeregt wurde, doch die guten Themen deutlich herauszustellen, weil der Eindruck entsteht, dass andere sich der Themen annehmen, die eigentlich Piratenthemen sind. Also Stichwort Whistleblower, Stichwort Digitalisierung, das war ein wichtiger Punkt. Es wurde angeregt, dass auch... das hat auch etwas damit zu tun, dass der Eindruck entsteht, dass andere Fraktionen über die PURs deutlicher draußen berichten, als wir es selber tun. Und die Frage entstand, warum berichten wir nicht mehr, warum gehen wir mit den PURs nicht mehr in die Öffentlichkeit. Das will ich jetzt nochmal so weitergeben. Es wurde auch gefragt, ob nicht im Zusammenhang mit der Respublika eine parlamentarische Initiative verbunden werden könnte. Das wollte ich jetzt nochmal so reingeben. Das waren die Punkte aus der Referentenrunde gestern. Und damit wäre ich auch fertig. Fragen, Ideen, Anmerkungen? Daniel. Ja, ich möchte selbstverständlich was zu den PUAs sagen. Völlig überraschend. Ja, letzten Endes ist es so, also ich weiß nicht, wo jetzt konkret die Nachfragen und Anregungen dann noch herkommen. Letzten Endes ist es halt so, dass das ja Absprachen sind, die wir getroffen haben oder die anderen Fraktionen mit uns getroffen haben. Wir halten uns halt dran und die anderen Fraktionen halten sich halt nicht dran und gehen halt an die Öffentlichkeit. Können wir jetzt irgendwie finden, wie wir wollen. Ich glaube aber schon, dass wir uns da mal vielleicht auch strategisch drüber nachdenken müssen. Also es betrifft ja nicht nur die parlamentarischen Untersuchungsausschüsse, auch durchaus andere Kommissionen, ne, Enquete-Kommissionen zum Teil, Verfassungskommissionen und so weiter und so fort. Wir sind immer hier die Einzigen, die sich an diese Absprachen halten. Ich finde das irgendwie blöd. Ja? Also, ich finde doof, dass die anderen sich nicht an Absprachen halten, wenn man denn Absprachen trifft. Aber wenn die anderen diese Absprachen schon brechen, dann finde ich das irgendwie blöd, dass die Piraten irgendwie so die einzigen Doofen sind, die dann in der Öffentlichkeit irgendwie nicht vorkommen. Ne? Also zum Beispiel auch jetzt pur Silvester, NSU pur sowieso. Ich weiß nicht, sollten wir uns irgendwie strategisch mal Gedanken zu machen, ob wir das so weitermachen wollen. Olli, dann Simone, dann Grumpy. Ist ja auch mal eine qualitative Frage, ob man nach draußen geht oder beziehungsweise einfach nur auch in unsere Nähe des Umfeld geht, die sich dafür interessieren und denen mal ein paar Informationen gibt, die ja sehr, sehr allgemein sein können. Man muss gar nicht so tief einsteigen. Mir zum Beispiel hat es sehr viel gebracht, als wir hier die Ausstellungseröffnung hatten zum Thema NSU und als hier der Vorsitzende
der ja nicht Pirat ist, des NSU-Untersuchungsausschusses einfach mal ein bisschen was erzählt hat, ohne dass er da wirklich in die Tiefe gehen musste. Das war sehr schön, das mal zu hören, weil wir das selber hier nicht tun. Und das betrifft alle Untersuchungsausschüsse und alle, auch die Enquete-Kommission, eigentlich sogar auch die Ausschüsse. Es ist sehr schön, da mal so eine schöne Zusammenfassung zu hören. Vielleicht finden wir nicht eine Strategie, wie wir damit umgehen. Ich glaube, das brauchen wir gar nicht. Das ergibt sich von selbst, sondern wie finden wir ein Format für uns selbst, dass wir das mal vielleicht mal wirklich jeden Ausschuss zumindest jeden PUA und jede Enquete durchgehen. Das sind ziemlich viele. Insofern sind wir da durchaus ein bisschen beschäftigt, wenn wir sagen, wir machen das alle zwei Wochen. Ja, danke, Herr Olli. Qualität ist ein gutes Stichwort. Zwar berichtet regelmäßig im Moment der Kölner Express, kurz bevor wir wieder Untersuchungsausschuss haben, von irgendwelchen Sachen, die Frau Scharrenbach entdeckt hat, die Herr Löbke entdeckt hat. Und wenn man das aber genau hinterleuchtet, das hat zum Beispiel auch der WDR gestern schön getan, als er das kommentiert hat, das ist alles nichts Neues. Das sind sogar Sachen aus den Innenausschuss- und Sondersitzungsprotokollen, die öffentlich sind, die jeder nachlesen kann. Als es darum ging, Staatskanzlei hält zig E-Mails zurück. Es geht um eine einzige E-Mail, die da noch nicht veröffentlicht worden ist. Wenn Frau Scharrenbach sagt, dass die Staatskanzlei wusste bereits am 1. Januar Bescheid, ja, die wussten, und das wissen wir auch schon seit der Sondersitzung, von 11 Anzeigen. Punkt. Und wenn Herr Löbke sagt, endlich wissen wir, wie viele Polizisten in Wahrheit am Bahnhofsplatz waren, auch das kann man in der Ausschusssitzung im Protokoll vom 11. Januar nachlesen. Also die forcieren, sie hätten irgendwas Neues und entdeckt, aber das ist gequälte Scheiße. Und die Einzigen, die das immer mit Freude aufnehmen, ist der Kölner Express, weil die vielleicht einen Kegelbruder da haben oder so. Und also richtig interne Infos durchstechen passiert im PUA nicht, das ist billiger Wahlkampfquark. Und da würde ich mich jetzt auch nicht anschließen wollen. Vielen Dank. Der Grumpy ist dran. Ich möchte kurz sagen, das Protokoll endet mit dem Satz, das ist gequälte Scheiße. Ich habe dies gerade genauso vermerkt, denn auch dies, und genau dies möchte ich genauso festgehalten sehen, denn das tatsächlich, was Herr Lürbke und Frau Scharrenbach da machen, in diesem Zusammenhang, in der Öffentlichkeit, ist nämlich tatsächlich genau das, was wir immer kritisiert haben. Das ist Wahlkampf. Man nimmt Informationen, die bekannt sind, und tut so, als seien sie neu. Ich weiß nicht, wer auf diese tolle Idee gekommen ist. Deswegen muss ich mich da jetzt auch gar nicht großartig strategisch drüber unterhalten. Im PUA BLB gibt es diese Absprache und sie wird eingehalten. Und wenn jemand nach außen tritt, auch sei es aus Versehen, dann wird dies intern nicht öffentlich behandelt. So viel kann ich sagen. Mehr kann ich nicht sagen, weil dann müsste ich als erstes, glaube ich, den Kameramann erschießen und das Mikrofon kaputt machen. Aber nicht, dass Sie das brauchen. Ja, ich wollte es nur erwähnt haben. Bei uns gilt die Absprache, und zwar bis zum Schluss, bis zum Bericht. Und ich denke mal, im PUA West LB, es wird genickt. Ich werte das genauso. Und wenn wir da in der Presse drüber stolpern sollten, ich glaube, ich selber werde der Erste sein, der dann immer entsprechend der gesetzlichen Grundlage, das ist nämlich auch noch mit einer der Punkte, die da reinspielen, das PUA G und die Verschlusssachenordnung. Ich selber werde dann immer anregen, einen entsprechenden Antrag einzubringen. Ich habe auch selber wieder einen davon unterzeichnet. Ich finde ja diese subtile Form der Systemkritik ganz wunderbar. Dass wir uns an parlamentarische Vereinbarungen halten und andere nicht, wir aber unsere Moral nicht so doppelt haben wie andere, sprich diesen Gutmenschen rausstellen und dann was anderes tun, finde ich gut. Ich finde, wir können Vorbild sein für andere, auch wenn das vielleicht nicht im ersten Moment einen Benefit bringt. Nichtsdestotrotz reden wir ja über unsere Arbeit, vielleicht nur nicht so aggressiv mit dem Kölner Express. Und ich halte es für gut, dass wir Vereinbarungen einhalten und wir könnten das mal herausstellen, zu sagen, wir würden uns wünschen, dass andere sich an Vereinbarungen halten. Ich würde es aber tatsächlich nicht gut finden, wenn wir uns in diesen Chor der
etablierten Parteien einreihen und das genauso machen wie die, auch wenn wir anderer Überzeugung sind. Ich glaube nicht, dass uns das mittel- oder langfristig dient. Vielleicht kriegen wir hier und da mal eine Pressemitteilung ganz am Anfang. Nico Kern hat gesagt, das und das wurde da gesagt und wir stellen fest, war ganz normal im Protokoll. Ich habe Nico nur angesprochen, weil er mir gegenüber sitzt. Und das, wir stellen dann fest, stand im Protokoll. Das ist ja langweilig. Wenn wir so einen kurzfristigen Medienerfolg haben wollen, können wir das machen. Das ist auch nicht schwierig. Die Journalisten sitzen da, ihr geht danach zu denen hin, sagt, hey, hier, guck mal, das und das habe ich auch noch herausgefunden. Das erfordert keine organisierte Pressearbeit. Ich glaube nur nicht, dass uns das gut zu Gesicht steht. Ne? Ich habe noch etwas ganz Wichtiges vergessen. Und zwar gestern war in der Referentenrunde auch der BGE-Antrag Gegenstand doch teilweise sehr emotionaler Beiträge im Sinne von Leidenschaft, dass dieser Antrag doch bitte in allen Ausschüssen, in denen er behandelt wird, auch mit Anhörung versehen wird. Das war nochmal ein ganz, ganz wichtiges Anliegen, damit er auch aus unterschiedlichen Perspektiven unterstützt wird, aus jeglicher Art von Initiativen, weil BGE, so war die Botschaft aus dem Referentenbereich, die eindeutige Botschaft, ein so zentrales und so auch vielfältiges Thema und so viel vielfältige gesellschaftliche Bereiche abdeckt, dass es wahnsinnig wichtig ist, den parlamentarischen Prozess nicht nur dem Hauptausschuss zu überlassen. Das wollte ich auf jeden Fall hier nochmal einbringen, das hatte ich vergessen. Und dann noch eine kleine Randbemerkung. Wir haben gestern in der Referentenrunde das Tool Research to Go vorgestellt, jetzt erstmal bezogen auf Verfassungsfragen. Ich überlege aber, dass wir das vielleicht, das kriegen wir vielleicht noch hin, in Recklinghausen das erste Mal einsetzen. Da müssen wir noch gucken, zu welchen Themen. Vielleicht könnten wir das ja überlegen, noch kurzfristig zu machen. Ja, danke. Also ich würde nochmal darauf zurückkommen, dass diese Anregung aus der Referentenrunde bezüglich der PUA-Information, die scheint ja einen bestimmten Grund zu haben. Und ich habe jetzt nicht so das Gefühl, dass wir jetzt mit der Diskussion, die jetzt ja scheinbar irgendwie den eigentlich jetzt schon zu Ende war, diesem Grund entsprochen haben oder den wirklich adressiert haben, weil wir so ein bisschen auf ein Nebengleis gekommen sind mit der Diskussion. Die Informationspolitik sieht nun mal so aus, wie sie, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, jetzt in der Kurzzusammenfassung von Hartmut, dass man sich nicht so informiert fühlt. Und ja, da geht es ja noch nicht mal um den, wurde, glaube ich, auch schon kurz angerissen, den Bruch von irgendwelchen Absprachen, sondern wenn man das Beispiel mit dem PUA-Vorsitzenden sich nochmal vor Augen hält, einfach darum, überhaupt mal zu erfahren, was denn grob abläuft. Und da gab es ja auch schon Versuche, die wurden aber, also Versuche an Informationen zu kommen, aber schon eine Diskussion darüber, und die ist ja, sage ich mal, nicht so geendet, dass jetzt diese Anfrage aus der Referentenrunde überflüssig geworden wäre, sondern dass dieses Informationsbedürfnis scheint ja nach wie vor zu bestehen, nicht nur auf einer öffentlichen Mailingliste, sondern selbst innerhalb der Mitarbeiterschaft. Da würde ich mir tatsächlich einen anderen Angang wünschen. Das muss nicht in Rapports hier in der Runde passieren. Die Zeit ist knapp genug. Aber ich finde jetzt mit der Diskussion, bin ich so mit dem Abschluss nicht zufrieden. Ich glaube auch, die beteiligten Referenten können ja jetzt da mit dem Stand nicht zufrieden sein. Und da sollten wir mehr tun. Und um auch auf die Sache mit Absprachen zurückzukommen. Ja, wir können uns hier die große Plakette, ne, in welcher Farbe auch immer, auf die Brust helfen. Ne? Genau, ne? Wir Fairness-Pokal, super, Fairness-Plakette. Wir sind hier die Fair Player. Aber ne, es ist dann wie beim Tennis, dann verloren, schön wie der sterbende Schwan, aber ne, nichts zählt. Also ne, schön gespielt, aber nicht gewonnen. Ne? Und
ist die Frage, bringt uns das weiter, wo wir ansonsten ja durchaus Whistleblowing schon mal auch mit im Programm mit drauf haben. Also so ganz gegen unsere Grundprinzipien wäre es ja nun auch wiederum nicht. Ja, das nur noch mal, aber darum ging es mir jetzt gerade bei meinem Wortbeitrag gar nicht. Ich wollte jetzt auch nicht derailen und wieder dahin kommen. Ich wollte nur mal was dagegen setzen, zu sagen, ja, wir müssen hier immer schön mit den anderen mitspielen und dann wird man uns das irgendwo mal mit einem Fleißkärtchen verdingen und das wird sich schon irgendwie auszahlen, das zählt ein Scheiß. Und wenn das halt zu unserem politischen Programm und Aussagen passt, dann kann man auch an der Stelle mal einen Regelbruch machen, gerade weil die anderen es ja hier auch jetzt nicht sauber spielen. Ja, ist aber, das ist meine Meinung. Worum es mir geht, ist, dass ich dem Anliegen mehr Informationen über PUAS durchaus hier mehr Nachdruck verleihen möchte. Danke. Vielen Dank. Jetzt stehe ich selbst auf der Liste. Ich möchte mich in großen Teilen dem anschließen, was der Nico gerade gesagt hat. Das gilt aber explizit nicht für die PUAS und für die Kommissionen, wo es wirklich funktioniert. Also wenn wirklich im PUA-NSU zum Beispiel, wenn die da alle nichts veröffentlichen würden, dann würde ich halt auch nichts veröffentlichen. Würde ich sagen, okay, da sind wir dann tatsächlich fair und dann machen wir es mit. Wenn es, ich weiß, dass es im PUA WSRB BLB funktioniert ist, ne, da bleibt alles bis zum Abschlussbericht erstmal, unter sich und dann gibt es den entsprechenden Bericht. In anderen Kommissionen funktioniert es halt nicht und da sollten wir nicht den Fehler machen, tatsächlich da noch auf fair zu spielen, sondern dann, wenn andere da den Damm Bruch begehen, dann sollten wir auf jeden Fall mit Informationen rausgehen. Das müssen nicht die Top-Secret-Informationen sein, es reicht ja, ich glaube, das ist so eine zweigeteilte Diskussion. Ne? Es ist einmal, es reicht ja, die Öffentlichkeitsarbeit zu machen mit zum Beispiel, ich sag mal, Gegendarstellung oder eigenen Darstellung zu dem, was andere gemacht haben. Und dann wäre ich da auf der Seite auch schon durch. Was die Informationen der Fraktion angeht, über was wird überhaupt bespielt in so einer Kommission, in so einem PUA, das kann natürlich ganz anders aussehen. Das kann man hier im fraktionsöffentlichen Teil machen. Und da ist die Information natürlich eine ganz andere als das, was man da in der Öffentlichkeitsarbeit machen würde. Aber im Grunde genommen möchte ich dir recht geben, wenn die anderen nicht fair spielen, sollten wir uns nicht daneben stellen und sagen, guck mal, aber wir machen es fair, weil da gewinnen wir gar nichts bei. Ganz klar dagegen, wirklich so richtig mit Inbrunst. Mache ich demnächst einen Whistleblowing-Flyer, damit ich das erkläre, was das ist. Da geht es nämlich um das Aufdecken von Straftaten und der angehenden nicht danach erhaltenen Repression. Das hat mit dem, was wir hier machen, nichts zu tun, überhaupt nicht. Etwas aus einem Ausschuss stecken, in dem man gewählt ist, wo es parlamentarische Vereinbarungen gibt, das rausstecken, ist bloßer Benefit um seiner Selbstfindung. Das hat mit Whistleblowing nichts zu tun und das diskreditiert Whistleblower. Das nächste, mit Schmuddelkindern spielt man nicht. Man gewinnt nicht dadurch, dass man genauso schmuddelig ist wie die anderen. Es ist nicht, guck mal, der hat aber auch gefoult, ist nichts. Arturo Vidal wird eben nicht zum beliebtesten Spieler gewählt, weil er eine Schwalbe gemacht hat. Und das interessiert zwar nicht, ich weiß, die Bayern haben gewonnen. Aber es macht eben, du kriegst keinen Benefit darum, wenn du genauso scheiße bist wie die anderen. Dann gibt es überhaupt keinen Unterschied zwischen den Piraten und allen anderen. Und dann gibt es auch keinen Grund mehr, Piraten zu wählen. Es gibt einfach keinen Grund. Wenn wir genauso sind wie alle anderen, wenn wir nichts uns unterscheiden, weder im Vorgehen noch in allen Regeln, dann braucht man uns nicht wählen. Und dann würde ich wirklich appellieren, lasst den Kram. Denn dann, das ist keine Systemveränderung. Das ist nicht Klarmachen zum Ändern. Das ist Klarmachen zum genau den gleichen Scheiß machen wie alle anderen auch. Um des Benefits willen. Damit wir wiedergewählt werden, damit wir genauso die Posten kriegen. Und das, finde ich, passt überhaupt nicht zu den Piraten und zu dieser Fraktion. Das sollten wir nicht tun. Okay. Prinzipiell gleiche Kerbe wie Mario gerade. Ich verstehe das ja voll prinzipiell vollkommen.
dass wir die Einzigen sind, die hier fair sind und wie der sterbende Schwan oder der Dings da und so weiter untergehen. Schöne Schwan. Das ist sicherlich nicht das Ziel. Das ist nicht unser Ziel. Und das Thema dann halt damit umzugehen, dass wir jetzt halt die Whistleblower-Karte spielen. Ich glaube, das ist tatsächlich grundsätzlich falsch, sondern wir sind hier für Transparenz angetreten. Und ich glaube, das ist das Thema. Wir haben uns halt in diesen Gremien, ich sag mal, überzeugen lassen. Wir haben Mehrheitsentscheidungen getroffen, wie hier die Transparenz, die wir eigentlich haben wollen im parlamentarischen Betrieb, eingeschränkt ist für bestimmte Veranstaltungen, für bestimmte Gremien. Und wir stellen jetzt fest, wie die anderen halt damit umgehen. Das heißt, wir sollten unter diesem Oberbegriff Transparenz, was wir wollen und den anderen dann halt eine Karte vorhalten, wie Sie das halt verstehen, dass Sie die Transparenz nur dann wahrnehmen und nutzen, wenn es Ihnen halt in den Kram passt. Das heißt, da sollten wir uns, glaube ich, mal in der Gruppe drüber unterhalten, wie wir damit umgehen können und wie wir unser Verständnis von Transparenz hier wieder klar machen können. Finde ich gut. Ich finde, Mario, wir machen was anders. Wir gehen nicht als Erster an die Presse, sondern wir gehen dann an die Presse, wenn es die anderen schon getan haben. Das heißt, wir reagieren und wir sind nicht die Akteure bei solchen Sachen. Das ist schon mal ein ganz, ganz großer Unterschied. Zweiter ist der, gerade diese Absprachen, wir halten was geheim, finde ich scheiße. Ich würde gerne an die Öffentlichkeit gehen und die Sachen erzählen, die dort passieren. Tue ich nicht aufgrund der Absprache. Nur wenn die anderen sich nicht dran halten, warum sollte ich mich dran halten? Dann kann ich auch meinen Benefiz spielen, nämlich genau, ich finde es scheiße, dass wir es hier zurückhalten. Ihr habt da die Informationen. Das wäre ja dann die Sache, die ich sagen würde. Ich fand es von Anfang an scheiße, dass wir es hier geheim halten, aber wenn die anderen sich nicht dran halten, warum sollte ich es dann hier weiter tun? Ihr habt da die Informationen. Das ist ein ganz anderes Vorgehen, als ich spiele dieselben. Ich benutze dieselben Mittel, aber ich spiele trotzdem ganz, ganz anders als die anderen in dem Moment. Und von daher ist es eine Frage, wie ich es nach außen hin verkaufe, was ich mache. Und von daher finde ich schon, dass wir das ganz klar machen können. Wenn die anderen, und das war ja auch hier die Bedingung, es wurde ja ganz klar gesagt, dass zum Beispiel im WestLB das gut läuft, gut, die Absprache finde ich scheiße, aber wird sich dran gehalten, dann wäre es blöd, sie zu brechen. Ja? Woanders ist sie nicht gelaufen, ich war selber auch in einem Untersuchungsausschuss, da ist sie nicht geklappt. Ja? Da wussten plötzlich irgendwie ganz viele Leute von bestimmten Papieren, von denen eigentlich nur vielleicht 20 Leute wissen durften. Und da war ich auch schon in der Frage, was soll das jetzt eigentlich hier alles? Die geben die Papiere raus, wenn ihnen das wahlkampftechnisch oder überhaupt politiktechnisch liegt. Ja, da war sogar eine ganz, ganz andere Quälerei hintenrum. Ja, da sollten hier Streitereien zwischen SPD und so geschürt werden. Deswegen kamen die Dinger raus. Hatte gar nichts mit dem Ausschuss zu tun. Ja, das hätte man dann öffentlich machen können. Ja, damals war ich noch zu neu, ja, so muss ich ehrlich sagen, habe ich ja zu früh. Heute würde ich damit rausgehen und würde genau den Hintergrund erzählen und würde dann sagen, hier sind die Papiere, die dort offen gemacht wurden. Die waren ja noch nicht in der Öffentlichkeit, die hatten ja nur bestimmte Kreise. Und ich würde sie heute an die Öffentlichkeit geben, diese Papiere, die nur bestimmte Kreise haben. Jetzt stehe ich wieder auf der Liste, dann Dietmar. Ich möchte noch mal einschränken zu dem, was ich gerade gesagt habe. Vielleicht war das einfach zu offen. Natürlich sollten wir nicht das gleiche Spiel spielen wie die anderen, aber ich glaube, das wichtige Wort ist gerade gefallen, Transparenz. Wir sind immer in einer Zwickmühle zwischen Absprache, dass man über gewisse Dinge hinter verschlossenen Türen redet und unserem Transparenzbegriff. Da, wo die Absprache nicht eingehalten wird, da wird sie ja gebrochen. Das ist eine Vereinbarung, das ist ein Vertrag. Wenn die anderen diesen Vertrag, diese Vereinbarung brechen, dann gilt die ab diesem Moment nicht mehr. Und dann müssen wir uns eben auch hinstellen und unseren Transparenzbegriff wieder nach vorne stellen. Denn dann ist es nach meinem Dafürhalten zumindest wichtiger zu sagen, alles klar, dann bringen wir jetzt, und zwar nicht wahlkampftechnisch oder sonst was, sondern dann veröffentlichen wir das, was in diesem Ausschuss passiert. Ich nenne ein Beispiel, das Einzige, was ich nun mal habe, ist die Verfassungskommission, wo wir gesagt haben, okay, wenn ihr jetzt am Ende
wenn ihr jetzt am Ende gegen alle Regeln, die wir vorher getroffen haben, spielt, dann gehen wir hin und dann veröffentlichen wir einfach mal alle Protokolle, die wir so mitgeschrieben haben, während aller Sitzungen. Egal, ob die öffentlich waren oder nicht öffentlich. Und dann machen wir eben dieses ganze Vorgehen transparent. Wenn von eurer Seite nach einer Absprache, dass gewisse Dinge nicht an die Öffentlichkeit gehen, bis man da am Ende die Vorbereitung sozusagen abgeschlossen hat, um das dann in der öffentlichen Sitzung zu behandeln. Wenn das von eurer Seite nicht eingehalten wird, wenn wir uns dann an die Regeln halten, dann gewinnen wir damit genau gar nichts. Dann sind wir auch nicht anders als die anderen, weil dann wird das überhaupt gar nicht wahrgenommen. Und deswegen müssen wir dann Spagat finden, meiner Meinung nach, zwischen dem Einhalten der Regeln, was okay ist, wenn man eine Absprache getroffen hat und sich alle dran halten, und der Frage, wie gehe ich denn damit um, wenn sich die anderen nicht an diese Absprache halten, und wie gehe ich dann weiter vor? Und das Vorgehen kann eben nicht sein, zu sagen, ich lege mich platt auf den Boden und mache gar nichts und sage, ja, ich halte mich aber weiter an die Vereinbarung, weil die gibt es dann in diesem Moment nicht mehr. Und dann muss man sich einfach überlegen, wie man weiter damit vorgeht. In den Ausschüssen, wo es funktioniert, habe ich überhaupt nichts dagegen zu sagen, alles klar, dann macht einfach euer Ding weiter so und alle machen halten sich an die Vereinbarung und dann machen alle das gleiche Ding und dann ist gut. Nur da, wo die Vereinbarung aufgekündigt wird von der anderen Seite, wären wir halt einfach blöd, uns an diesen Vertrag weiterhin zu halten. Dietmar. Und dann Mario. Genau. Du hast etwas, also einiges sowieso, aber auch etwas ganz besonders Wichtiges gesagt, nämlich, wie gehen wir damit um, wenn sich andere nicht dran halten? Genau das ist der Punkt. Und um gar nichts anderes darf es hier gehen. Nämlich das, was Mario sagt, das, was du im Prinzip auch jetzt wiederholt hast, dieses Gleiches mit Gleichem vergelten, so, ja, um den eigenen Nutzen daraus zu ziehen, wird nicht funktionieren. Da machen wir nämlich in der Tat genau das, wofür wir nicht angetreten sind, nämlich fürs Verändern sind wir angetreten. Und wenn wir das nicht verändern, dann bleiben wir dabei. Da müssen wir auch alles, wirklich alles genauso machen. So, wollen wir nicht. Jetzt muss man differenzieren. Nicht öffentliche Sitzung, öffentliche Sitzung, insbesondere pura. Dann muss man sagen, mir ist jetzt persönlich kein Fall bekannt, wo aus nicht öffentlicher Sitzung in der Öffentlichkeit, ich nenne das jetzt mal, geplaudert wurde. Wenn du da hast da irgendwie jetzt angedeutet, dass es da wohl was gab mit irgendwelchen Papieren, weiß ich jetzt nicht. Ich nehme aber die Beispiele, die Simone genannt hat. Diese Beispiele sind aus meiner Sicht, Simone, mit Verlaub schlechte Beispiele. Weil du sagst gerade oder sagtest vorhin, das ist ja alles schon vorher aus der Sondersitzung Innenausschuss gewesen. Und die beziehen sich darauf, die beziehen sich auf öffentliche Protokolle und spielen den Ball der Öffentlichkeitsarbeit am Rande oder mit Aufhänger pur sehr geschickt. Jetzt könnte man natürlich sagen, ich kenne euren Beschluss, euren Vertraulichkeits- oder euren Stillschweigebeschluss nicht. Ich nehme aber an, da er der Biesenbach Vorsitzender ist des Ausschusses, wird der nicht anders aussehen als unser Beschluss, wo eben sich dran gehalten wird, wo eben aus der Ausschussarbeit in der Öffentlichkeit nur der Vorsitzende berichtet und sonst keiner. Ja, dieses scheinen die allerdings mit dem Vehikel altbekannter Tatsachen, sage ich jetzt mal, zu brechen, oder zumindest spielen sie den Ball relativ geschickt, ohne dass man ihnen einen unmittelbaren Vorwurf darauf hin machen könnte, sie plaudern aus dem Ausschuss und der Arbeit des Ausschusses, sondern sie verdrehen ja ganz offenbar Tatsachen. Aber eben nicht Tatsachen aus dem Ausschuss, sondern Tatsachen aus einem anderen Ausschuss. Und sagen also, das ist dann so da jetzt rausgekommen. Und das wohlbemerkt in öffentlicher Sitzung. Ist eine ganz schwierige Sache, finde ich auch nicht gut, aber dann sind wir wieder da, was Michel sagte, da müssen wir uns Gedanken machen, wie gehen wir damit um? Gibt es da etwas anzuprangern? Dann müssen wir das anprangern, und zwar in aller Deutlichkeit nicht nur im Ausschuss, sondern eben auch versuchen, dafür die entsprechende Öffentlichkeit herzustellen, die nämlich, wie wir ja immer wieder betonen, Politiker oder Politikverdrossenheit von den Wahlurnen weghält, weil eben Politiker so agieren, wie sie agieren. Eben schmutzig, unverständlich, Hinterzimmer, siehe Verfassungskommission, dies, das, jenes. Ja, denn komischerweise, man muss ja auch, was die Verfassungskommission angeht, sagen, das, was in den geheimen Zirkeln der Fraktionsvorsitzenden besprochen wird und ja zunächst auch mal
vertraulich sein bleiben und bleiben soll, steht am nächsten Tag bereits in der Zeitung. Auch das wäre dann zu überlegen, wie weit wir gehen müssen, um das tatsächlich anzuprangern. Und ob wir dann nicht möglicherweise auch, und ich bin dem weiß Gott kein Prozesshansel, einen klagbaren Anspruch darauf haben, dass hier Beschlüsse eingehalten werden. Ah ja, da sind wir doch da wieder bei. Wenn es also derartige Vertraulichkeits- oder beziehungsweise Stillhaltebeschlüsse gibt, dann haben sich alle daran zu halten und dann muss unter Umständen, unter Auflistung ganz expliziter Beispiele, das auch als Anspruch, parlamentarischer Anspruch geltend gemacht werden. So, und das mag dann eben von mir aus auf Ebene der Fraktionsvorsitzenden geschehen, von mir aus auf Ebene der Präsidentin, wer, je nachdem, wer dafür zuständig ist, aber ganz sicher unter Einbeziehung des jeweiligen Ausschuss- oder Kommissionsvorsitzenden. Denn das, dessen Aufgabe ist es, das zu erinnern, das passiert zum Beispiel auch im Beirat bei der NRW-Bank. Da passiert das. Da passiert das auch. Da haben wir ja nun in öffentlicher Sitzung, sogar im Plenum, einige Leute Informationen einfach benutzt. Und nicht nur das, sondern auch die Anwesenheit oder Abwesenheit von Beiratsmitgliedern angeprangert. Ja, allerdings ein bisschen blöd, aber das spielt keine Rolle. Nur das geht dann natürlich auch nicht. Nee. So, also wie gesagt, dann müssen wir uns tatsächlich sagen lassen, dann habt ihr keinen Weg gefunden, wie ihr damit am besten umgeht. Gleiches mit gleichem Nein. Go. Ja, ich bin mir gerade unsicher. Wir hatten uns irgendwann mal auf eine Redezeitbegrenzung pro Wortbeitrag geeinigt. Wie war das nochmal? Wie viele Minuten? 30 Minuten. Ich weiß es nicht mehr, deswegen frage ich einfach nur aus purem Interesse. Es sind 3 Minuten, aber der Timer geht. Ah, alles klar, okay, danke schön. Also ich höre das dumpfe Brummen von diesem Diesel. Der wird jetzt ganz langsam leiser, aber alles wird gut. Der Mario ist dran, dann der Grumpy. Ich habe den Ausführungen von Dietmar nichts hinzuzufügen, auch aufgrund der mangelnden Aufmerksamkeit. Dann streiche ich dich hier und der Grumpy ist dran. Ich möchte nur ergänzen, bitte lest nochmal das PUAG. Und vor allen Dingen, es gibt einen großen Punkt. Es geht um die sogenannte vorweggenommene Bewertung. Es geht nicht um die eigentlichen Inhalte, ob die alt oder neu sind, es geht um die Bewertung derselbigen. Und genau dies ist im Übrigen dann sogar justiziabel. Ich habe selber so einen Antrag geschrieben entsprechend und auch unterzeichnet. Und das aus dem nicht öffentlichen Bereich. Okay? Von daher denke ich mal, wir sind mit dem Punkt durch. Wenn es keine weiteren Wortmeldungen gibt, ist das so? Du musst aufschreiben, was du gesagt hast. Gut. Gibt es weitere Wortmeldungen? Dann stelle ich fest, dass wir über PUA jetzt geredet haben. Dem Hartmut sage ich eben, ich habe BGE in den Part Sonstiges fraktionsöffentlich gepackt. Gut. Bitte. PUA beendet. Ja, es ist schön, dass wir darüber geredet haben. Es scheint Konsens darüber zu bestehen, dass wir dann das anprangern sollten. Die Frage ist, wie tun wir das? Weil wir haben 1, 2, 3, 4 PUAs derzeit laufen. Wie tragen wir das? Weil ja nicht jeder alles mitkriegt. Ja? Das habe ich jetzt nicht zum Beispiel mitgekriegt. Und so. Ja? Wie tragen wir, und wo tragen wir das mal zusammen? So als Rügeliste, sage ich jetzt mal. Ja? So. Also, lass mich ganz kurz dazu eins sagen. Erstmal ist Daniel dran, dann du. Aber einen Satz sage ich eben davor und nehme ich einfach vor Daniel dran. Wenn es um die Unterlagen geht, frag mich nicht warum, aber viele von diesen Unterlagen, die kann man einsehen, wenn es um diese vertraulichen, vertrauliche, nicht hier Geheimnis, tralala, geheime, wie heißt das, Dienst, nur für den Dienstgebrauch und so ein Quatsch, das habe ich alles nicht, aber diese vertraulichen Unterlagen, die gibt es im Ordner bei mir, im Schrank. Die Verstöße gegen diesen Gemeinschafts. Ah, die Verstöße? Ja, ja. Ja, die findest du nicht bei mir. So wie Simone das sagte, ja, oder wie Olaf das meinte. Das sind dann die Pressenamen. Ja, aber das muss, im Grunde genommen kann das ja nur jeder in jedem PUA selber wissen. Genau.
wo tragen, aber es muss ja irgendwo zusammenlaufen. Hm? Es sei denn, wir sagen, jeder Obmann im Untersuchungsausschuss knallt da selber los. Das kann man natürlich auch machen. Ja, ist egal, es sind immerhin vier. Nein, die Verstöße gegen diesen Konsens, darum ging es doch. Ja, aber doch nur, wenn er, die Sache ist doch die, es kommt doch darauf an, der Konsens doch nur, wenn er gebrochen worden ist. Genau. Das heißt, da wird er ja gar nicht gebrochen. Okay, ja. Alles klar. Nicht wirklich. Alles klar. Gut, es gibt keinen. Gut, ich, Daniel Mario. Ich blende kurz die letzten zwei Minuten aus, dann geht es mir wieder besser. Ich habe eigentlich nur eine Bitte. Also wir haben jetzt relativ lang irgendwie hier drüber diskutiert. Ich habe die Bitte an Hartmut. Ich hätte gerne ein Feedback aus der Referentenrunde, ob dem Wunsch der Referenten oder dieser Anregung, Kritik, wie man das auch immer bezeichnen will, ob wir dem jetzt hier Genüge getan haben mit der Diskussion oder... Was deren konkreter Wunsch, sag ich mal, wäre, was wir vielleicht auch tun können. Also mehr Input dann gegebenenfalls. Wollen die Infos oder wollen die Beschluss von uns, wie wir mit Infos umgehen? Ja. Ich sag das gleich, ich hab das nicht mehr. Mario, du hast ja rausgebracht. Dann frage ich mal eben meine Frage noch ins Mikro. Meine Frage an die Referenten wäre, und das ist auch das, was vorhin eigentlich hätte ich das nach Nikos Wortbeitrag fragen müssen. Geht es darum, dass sich die Referenten oder ich sag mal die Fraktion nicht informiert genug fühlt? Sollte es einen Part geben, wo die Fraktion informiert wird? Oder ging es in der Referentenrunde darum zu sagen, fasst mal einen Beschluss, was passiert oder wie ihr vorgeht, wenn die Vereinbarungen gebrochen werden? Weil das sind zwei Stränge und wir können jetzt über beides diskutieren. Das eine ist leicht zu lösen, da gibt es einen Tagesordnungspunkt im fraktionsöffentlichen Teil und dann wird berichtet, was man berichten kann. Das andere ist nicht so leicht zu lösen, weil dann müsste man hier auch einen Beschlusstext haben, was man überhaupt beschließen will. Weil sonst haben wir das, was Dietmar gerade gesagt hat, schön, dass wir darüber geredet haben. Dein Kauen ist jetzt im Stream zu hören. Oh. Ah ja, ja. Wir sind beim Bericht, ne? Möchte ich noch kurz anmerken. Beim Bericht, ja genau. Ja, da jetzt hier schon wieder ein Bericht angefragt wurde, würde ich es begrüßen, wenn in dieser Zeit, wo jetzt die Referenten noch mal gefragt werden, sich auch die PUA-Mitglieder dieser Fraktion mal zusammensetzen und überlegen, wie sie denn mit den hier aufgeworfenen Fragen umgehen und was sie für Vorschläge einzubringen haben, um unserem Transparenzverständnis Genüge zu tun und gegen die Vertrauens Vereinbarungsverstöße der anderen, die vermuteten, was zu tun. Also was für Vorschläge halt von den PUA-Mitgliedern unserer Fraktion dazu kommen. Mario. Wenn du vergessen hast, was du sagen willst, alles gut. Grundsätzlich bin ich der Meinung, dass wir das, auch da wieder in Anlehnung an Dietmar, wir sollten durchaus darauf hinweisen, wenn andere Regeln verstoßen. Und deshalb habe ich eben auf dich gezeigt, das ist originäre Aufgabe neben den jeweiligen betroffenen Personen im Untersuchungsausschuss des Fraktionsvorsitzenden. Ich glaube, dass wir, also neben den betroffenen Personen im Ausschuss, sprich unserem Abgeordneten, dem Ausschussvorsitzenden, der ja die Erklärung macht, ist aber das Anprangern, das, was Dietmar Anprangern nannte, das Anprangern dieser Verstöße der anderen, etwas, was wir machen können. Und dann kriegen wir vielleicht auch den Benefit daraus. Denn indem wir ganz klar aufzeigen, was da gelaufen ist und praktisch das reaktiv spielen, aus meiner Sicht sollten wir nicht die Ersten sein. Und dann glaube ich, dieses ganz groß rausbringen ist immer so eine Sache für die Piraten zurzeit. Ich muss aber sagen, dass ich bei diesem Veröffentlichen natürlich ein wenig geschädigt bin durch den Sommer 2014 und die Veröffentlichung von Patrick Breyer. Das ist etwas, was ihm nachhängt bis heute und ihn nachhaltig diskreditiert hat. Da ist nichts mehr mit Benefit. Das würde er heute nie wieder so machen, weil er auch da etwas vermeintlich Offenes veröffentlicht hat. Das Ding hängt ihm bis heute nach. Und ich
Vielleicht bin ich dadurch etwas geschädigt und etwas vorsichtiger. Ich weiß nicht, was dabei rauskommen kann. Ich habe das ganz nah erlebt. Und das ist nicht schön. Und da ist nichts mehr mit Benefit. Gut, keine weiteren Wortmeldungen. Ich schließe jetzt den Tagesordnungspunkt, bevor die Diskussion wieder aufflammt. Wir haben nämlich eigentlich nur noch 30 Sekunden. 50 Minuten für den ganzen restlichen Tops. Aber egal. Ohne Pause wohlgemerkt. Und ihr wollt noch rauchen. Also ich komme zu Top 5. Wie gesagt, den einen Top habe ich nach unten übernommen, Hartmut. Und bitte die Frage mitnehmen. Ich komme zu Top 5, Integrationsplan. Steht hier leider nicht, wer darum bittet, aber jemand bittet darum, den Top-Integrationsplan auf die Sitzung zu setzen. Okay, dann weiß ich, was gemeint ist. Also, Integrationsplan. Ihr erinnert euch, dieser große Antrag, der in alle Ausschüsse gegangen ist. Die Frage ist, wie gehen wir damit um? Wer macht im Ausschuss was? Welche Referenten beschäftigen sich damit? Wie ist der Stand in den einzelnen Bereichen? Ja. Simone. Ja, diese Überweisung in alle Ausschüsse führte ja teilweise zu sehr wenig sinnvollen Expertengesprächen beziehungsweise kleinen Anhörungen. Also wir haben zum Beispiel im Umweltausschuss auch ein Sachverständigengespräch gehabt, weil ja wir irgendwie uns auch noch mit Verbraucherschutz beschäftigen und da ging es dann gerade mal eine Stunde lang um Verbraucherschutz für Flüchtlinge. Ich mag den Wert der einen oder anderen Veranstaltung, die jetzt in den einzelnen Ausschüssen gemacht wird, doch eher anzweifeln. Ansonsten Integrationsplan. Morgen ist die große Anhörung von Integration und Arbeit und Gesundheit. Ich glaube, Daniel nimmt auch teil, ne, weil es ja auch um die Kinder geht. weil du auch bei Arbeit und Gesundheit bist. Das Ziel ist weiterhin, und das finde ich auch wichtig, weil es scheint mir der tatsächlich letzte Versuch zu sein, dass wir als alle Fraktionen gemeinsam ein Signal nach draußen setzen mit einem gemeinsam von allen gestellten, ergebnisgeführten Integrationsplan. Und ich würde von diesem Ziel im Moment nicht abweichen wollen. Durch die Arbeit in den letzten 2-3 Jahren im Integrationsausschuss, wo wir auch das immer schon mal wieder versucht haben, einen gemeinsamen Antrag zu stellen und dass es immer wieder gescheitert ist, bin ich im Moment nicht so optimistisch, dass das klappt, aber ich würde auch von unserer Seite aus an dieser Zielsetzung festhalten wollen. Frank. Entschuldigung, direkte Frage. Da bahnt sich ein gemeinsamer Antrag an, habe ich das so verstanden? Weil da würde mich dann konkret interessieren, weil... Ja, gesagt worden? Nein, was gesagt wird und was sich anbahnt, es sind ja zwei verschiedene Geschichten. Insofern, dass die Strategie des Riesenpapier, ich habe die Seitenzahl nicht im Kopf, 20 oder was das ist ja von ARD, SPD, Grüne eingebracht worden und hat halt hier eine ganze Menge erschlagen. Wir sind die einzige Fraktion bisher, die einen Änderungsantrag dazu reingebracht hat, auch mit 7 Seiten und vielen Punkten. Daher eine Frage bei den bisherigen Gesprächen, ist dazu schon... Wie sind die Änderungen schon mal irgendwie bewertet worden und haben die Chancen, da einzufließen in einen gemeinsamen Antrag? Also im Umweltausschuss sind diese zusätzlichen Anträge natürlich nicht bewertet worden. Wie gesagt, eine Stunde Sachverständigengespräch zum Thema Verbraucherschutz. Du weißt aber, dass morgen, wenn wir diese große Anhörung haben, eben nicht nur SPD-Grüne-Integrationsplan mit drin ist, sondern auch noch der CDU-FDP-Antrag und, glaube ich, noch ein CDU-Antrag und unser Antrag. Das heißt, das wird alles gemeinsam behandelt und dementsprechend auch mit den entsprechenden Fragen hinterfragt, beleuchtet und vertieft. Das ist also auf dem Weg. Das ist ja nicht nur das SPD-Grüne-Ding, was wir da morgen besprechen. Nur, also im Integrationsausschuss wird konkret überlegt, tatsächlich einen gemeinsamen Antrag zu machen. Ja. Okay, super, danke. Gut. Ich glaube herauszuhören aus deiner Sicherheit, Simone, dass du so ein bisschen, ich nenne es mal, die Koordination in der Hand hast. Und wenn man Fragen hat, kann man zu dir kommen. Was denn?
Ja. Gut. Die weiteren konkreten Fragen kann ich aus Monis Anfrage leider nicht rauslesen, ist das Problem. Jetzt weiß ich nicht, Moni schreibt hier, zumindest laut TO, dass sie vorher eventuell noch mal mit jemandem sprechen würde. Hat sie das getan? Weiß jemand Näheres? Haben wir irgendwas nicht besprochen, weil sonst müssen wir nächste Woche noch mal drüber reden. Daniel. Also ich habe nicht mit Moni darüber gesprochen. Ich vermute aber, dass ich mir vorstellen kann, was Moni gemeint haben könnte. Genau. Ich glaube, dass es Moni darum geht, wie diese ganzen vielen kleinen Anhörungen, die jetzt zum Teil schon stattgefunden oder größtenteils schon stattgefunden haben, und auch die große Anhörung, die dann morgen mit einem 6-Stunden-Marathon stattfinden wird, wie wir fraktionsintern, sag ich mal, diese ganzen Informationen, die ja nicht, wie im Gegensatz zu vielen, vielen anderen Anträgen, ich sag mal federführend von einem MDL, von einer Referentin, einem Referenten irgendwie zusammengetragen wurden, sondern hier über sehr viele Ausschüsse verteilt wurden, wie wir das Ganze wieder auch zusammenführen, wie unsere weiteren strategischen Überlegungen sind. A, hinsichtlich eines möglichen gemeinsamen Antrags, B, aber auch gegebenenfalls hinsichtlich weiterer, ich sag mal, eigener Anträge, Änderungsanträge oder wie auch immer. Also konkret, wie geht es im Prinzip nach morgen, nach der meines Wissens letzten Anhörung, die dazu stattfindet, wie geht es danach weiter? Und zwar nicht in den Ausschüssen weiter, sondern fraktionsintern weiter. Und wenn das nicht das ist, was Moni wissen wollte, dann ist das vielleicht trotzdem was, was wir besprechen sollten. Ja, man kann jetzt auch was zu Kernarbeitskreisen sagen. Wenn das dann die Aussage ist, dann ist das halt so. Dietmar. Ja, ich glaube, es wurde etwas ganz Wesentliches gesagt. Und zwar von Simone. Es ist beabsichtigt, einen gemeinsamen Antrag mehrerer oder aller Fraktionen zu gestalten. Jetzt könnten wir darüber sprechen, was denn da inhaltlich rein soll. Unbedingt. Aber ganz ehrlich, wie wir uns hier intern organisieren, interessiert da draußen am Car-Office einen Toten. Ja, um das mal ganz klar zu sagen. Wir können uns also wieder im Innenverhältnis hier, im Innen, nach innen hinein, einen Wolf reden. Sorry, dann lass uns doch lieber darüber sprechen, was muss in diesen Integrationsplan aus unserer Sicht unbedingt rein? Was soll auf jeden Fall als, na, ich möchte fast sagen, als Benchmark oder als Grenzziehung, was muss aus unserer Sicht, damit wir in diesen Antrag gemeinsam reingehen, auf jeden Fall rein, andernfalls könne er nicht unser gemeinsamer dann werden. Das heißt, dass wir nicht dabei wären. Das wäre, glaube ich, von großem Interesse, auch für die Menschen da draußen. Denn das ist etwas, was die Menschen draußen im Lande bewegt. Wie findet Integration statt? Findet sie überhaupt statt? Soll sie stattfinden? Hat die AfD jetzt das Sagen hier in Deutschland? Sind jetzt die, die sagen, bloß keine mehr rein und die, die da sind, am besten raus? Sind das die, die das Wort führen hier? Oder sind wir diejenigen, die hier mit einem Konzept, auch was die Integrationspolitik angeht, uns massiv in diese ganze Diskussion einbringen, Klammer auf können, Klammer zu oder nicht. Ich denke, dass, wenn wir das hier, vielleicht von mir aus auch in einer Sondersituation, und da bin ich auch gerne bereit, Nachbesprechung von Plänen oder was hin anzustellen oder ganz rausfliegen zu lassen, weil auch das letztendlich ja irgendwo ein bisschen nach innen geht, dann bin ich schon der Meinung, sollten wir darüber sprechen und würde auch gerne diejenigen, die sich bisher schon sehr intensiv damit befasst haben, gerne dazu hören. Simone. Nur Vorschlag, weil vieles läuft ja noch. Es gibt halt zum Teil noch keine Protokolle. Kurz zum Fahrplan. Also morgen ist eben die große Anhörung. Dann ist geplant, am 25.05. eine gemeinsame Auswertung dieser Anhörung zu machen und am 31.05. die Voten der mitberatenden Ausschüsse dazu. Und dann gibt es eine große gemeinsame Sitzung am 1.06. mit Integrationsausschuss, AGS und Innenausschuss zur Abstimmung.
Das heißt, mein Vorschlag wäre, dass unter Federführung von Sebastian und Marie in der Zeit zwischen dem Morgen und dem 25.05. sich möglichst viele beteiligte Referenten und Abgeordneten in den Kernarbeitskreisen über gemeinsame Vorgehensweise abstimmen. Weil ich habe jetzt auch nicht auf dem Schirm, was in den einzelnen Ausschüssen irgendwie en Detail gesagt wurde und was morgen eben rauskommt, das müssen wir auch noch abwarten. Grumpy. Ausgemacht, Entschuldigung. Dann freut sich der Kernarbeitskreis Demokratie und Menschenrechte, der gestern in seiner jetzigen bestehenden Form letztmalig tagte. Ich saß alleine im Saal. Wollte ich nur kurz angemerkt haben, es war kein anderer MDL mit dabei. Ist überhaupt nicht das Problem, denn es wurde ja bereits letzte Woche halt vorgeschlagen, dass wir die Sachen etwas geschickter zusammenführen und da haben wir heute auch die entsprechende Vorlage. Nö. Also. Darum geht's immer. Also. Vorschlag zur Güte. Ich meine, rauszuhören, dass die Frage ist, wo laufen die Fäden zusammen? Genau. Und im Moment haben wir dafür niemanden bestimmt oder wir haben niemandem gesagt, so, du machst das jetzt. Die Simone hat gerade gesagt, sie wäre so ein bisschen die koordinierende. Ja. Ja. Okay. Wenn, im Integrationsausschuss. Wenn du jetzt. Also. Ich sage jetzt nochmal ins Mikro, was hier gerade so in diesen letzten 10 Sekunden durch den Raum gesagt wurde. Erstens, das hat nichts damit zu tun, dass du integrationspolitische Sprecherin bist. Was ich ähnlich sehe, weil es in vielen Bereichen tatsächlich nicht um das geht, was als integrationspolitische Sprecherin dein Thema ist. Weil es auch einfach sehr viele fachliche Dinge sind. Ja? Ich nehme mal den Schulausschuss, da wird. Nee, da hast du nicht so viel mit zu tun, weil es einfach sehr fachlich ist, ob es Broschüren gibt, die an Schulen verteilt werden und wie die hinterher aussehen sollen. Ob es die gibt, ist vielleicht noch dein Thema. Wie die hinterher im Einzelnen aussehen, ist eben nicht mehr dein Thema. Wenn es im Umweltausschuss um Verbraucherschutz geht, dann ist es, dass es diesen Verbraucherschutz gibt, dein Thema. Aber ja, jetzt bist du aus Versehen genau in diesem Ausschuss, das weiß ich selber. Aber was... Ach, Simone, du weißt doch, was ich sagen will. Die genaue Ausgestaltung, die dann in den Ausschüssen passiert, die wäre eben nicht das, was man dir zutragen müsste. So. Und Punkt ist jetzt, also der zweite Satz war, wir haben auch eine Flüchtlingsreferentin, die wäre ja dann dafür zuständig, weil es geht ja um die Integration von Flüchtlingen. Also. Ich finde, es ist wichtig, dass wir sowohl ein MDL als auch entsprechende Referenten haben, wo die Fäden zusammenlaufen. Jetzt hat die Simone gerade gesagt, sie würde das machen und sie würde sich da sehen. Das finde ich gut. Und ich würde jetzt erstmal für weitere Fragen auf Simone auch verweisen. Wenn das Thema damit nicht geklärt ist, wenn gefragt wird, in welchem Arbeitskreis wird das besprochen oder gibt es dafür eine Arbeitsgruppe, die sich nochmal extra zusammensetzt oder. Dann müsste man diese Frage auch tatsächlich nochmal explizit aufs Tableau bringen und jetzt besprechen. Und sonst sehe ich halt auch keinen anderen Lösungsansatz. Wir haben nicht für einen solchen großen Antrag, der in fast alle Ausschüsse überwiesen wird, haben wir einfach nicht die Arbeitsstruktur, um damit anders umzugehen, als jemanden zu benennen. Punkt um. Simone. Ich hatte ja einen etwas präziseren Vorschlag gemacht gerade. Ich habe gesagt, unter der Federführung von Sebastian und Marie, da mögen sich möglichst viele der betroffenen Referenten und Mitarbeiter in den Kernarbeitskreisen, die bis zum 25.05. stattfinden, zusammenfinden und dort die Fäden zusammenführen lassen. Und ich sehe mich hier nicht als der Ober-Know-How-Träger für die ganzen verschiedenen Bereiche, ob das jetzt Bücher ausdrucken im Schulausschuss oder ähnliches ist. Es geht mir nur eben darum, dass ich sehe, dass Sebastian und Marie federführend Ansprechpartner bin, zumal ich ja auch noch ein bisschen Pur habe häufig montags. Deshalb
würde ich jetzt nicht sagen, ich mache jetzt hier die Superkoordination, sondern die Aufgabe sehe ich ganz klar bei den beiden Referenten. Und ich brauche da jetzt auch überhaupt keinen Vorschlag zur Güte oder irgendwelche Alternativen. Gut, wenn es keine weiteren Wortmeldungen gibt. Genau, wir nehmen das mal mit. Gut. Weitere Wortmeldungen zum Thema Integrationsplan? Das ist nicht der Fall. Dann kommen wir jetzt zu Top 6, Nachbereitung der Plenarsitzung, 20. und 21. April. Ich bitte um Wortmeldungen. Keiner, dann sage ich was. Zwei Dinge. Erstens, ich finde es ein bisschen schwierig und da packe ich mir durchaus auch an die eigene Nase und ich weiß, wie die Terminlage während des Plenums ist. Ich finde es ein bisschen schwierig, gerade vor dem Hintergrund, dass ich wusste, was Olli eigentlich machen und sagen wollte in seinem ersten Redebeitrag zum Thema Debattenkultur und es dann auch gemacht hat, allerdings in sehr abgeschwächter Form, indem er diejenigen angesprochen hat, die im Plenum sind und die ihm zuhören, dass wir teilweise da wirklich nur zu dritt gesessen haben. Das Ob Leute runden und so sind, nebenbei weiß ich, dass man auch mal eine Runde Kaffee trinken geht oder Mittagessen, weiß ich auch. Drei Leute halte ich für ein bisschen schwierig. Ich kann zumindest von Grumpy und mir sagen, wenn wir da sitzen und wir gucken uns um und da sitzen nur noch drei, dann gehen wir nicht auch noch. Nochmal von dem Hintergrund Debattenkultur, auch wenn wir dann ein bisschen davon weggeschwenkt sind, eins der Argumente ist nach wie vor, dass da auch nur so wenig Leute sind. Bei jeder Abstimmung denken wir drüber nach, Überweisung oder direkte Abstimmung, weil man mit einer Abstimmung Abgeordnete ins Plenum holt. Nach wie vor, und ich habe es ja in meiner Rede gesagt, sollten wir das mit der Anwesenheit irgendwie aufzeichnen, meiner Meinung nach. Das war das mit den Abstimmungscomputern, wo die anderen sagen, oder Abstimmungs wie auch immer, Hilfsmittel, wo die anderen sagen, na dann sieht man ja, wenn wir nicht im Plenum sind, das ist ja blöd. Wenn ich nicht im Plenum bin, dann trage ich in der Abstimmungshilfe bei uns im Abstimmungstool ein, dass ich nicht teilgenommen habe, da stehe ich zu und das ist halt einfach so. Es gibt andere Termine und Punkt. Punkt 1. Punkt 2, wo ich bei der Abstimmungshilfe bin, die Abstimmungshilfe wird, sagen wir mal vorsichtig, sehr mäßig nur genutzt. Dafür, dass wir hier mal transparent machen wollten, wie wir uns zu was verhalten und dass wir das regelmäßig anprangern, zu wenig. Ich weiß, dass das einige von euch nachholen und wahrscheinlich sind es jetzt schon mehr als letzte Woche Donnerstagabend bzw. Freitagvormittag. Aber ich würde euch tatsächlich darum bitten, das Tool ist inzwischen so, dass man da nur noch draufklicken muss, einmal einloggen, dann ist man dafür ein Jahr eingeloggt oder so ein Quatsch. Ich weiß, dass das nicht optimal ist, aber wir wollten das dokumentieren und das haben wir hier beschlossen und das ist einer dieser Beschlüsse, die mal wieder schleichend eingeschlafen sind und den, wo wirklich nur noch wenige Leute mitmachen. Und das finde ich schade, weil wir gleichzeitig anprangern, dass man bei den anderen das eben gar nicht sehen kann. Und dritter Punkt, die Debatte zur Debattenkultur. Ich fand die gut. Ich fand, dass wir das Wichtige gesagt haben, und zwar auch vor dem richtigen Publikum, vor den richtigen Leuten. Es ist an den richtigen Stellen ein Raunen durch die Leute gegangen. Was heißt, dass wir sie getroffen haben? Was übrigens generell so ist. Immer dann, wenn sie am lautesten schreien, haben wir irgendwo einen wunden Punkt getroffen. Das finde ich immer gut. Die Wortbeiträge schwankten zwischen unterirdisch und wirklich gut. Wobei ich jetzt hier nicht bewerten möchte, das kann jeder in den Videos tun, welchen ich gut fand und welchen nicht. Aber ich glaube, das sieht man auch sehr einfach. Ich finde es ein bisschen schade, dass gerade dieser Beitrag, der die erste Metadiskussion ist, die wir hier in dieser Form aufmachen, dass der jetzt in den Hauptausschuss geht und da wahrscheinlich nach einer vorsichtig gesagt, ganz kurzen Diskussion einfach abgelehnt wird und dann hat sich das Thema erledigt.
sehr schade, aber ich fand, dass wir da ein wichtiges Fass aufgemacht haben und wir sollten bei dem Thema auf jeden Fall dranbleiben. Ja, das war's erstmal. Toso steht hier. Ich habe nur eine kurze Nachfrage zu dem Tool. Ist das inzwischen so, dass wenn ich mich da einlogge, dass ich nur meine Abstimmungen ändern kann? Weil das war ja zwischendurch, konnte man sich ins Redmine einloggen und alle Abstimmungen, die es so gab, verändern. Ab da habe ich dann halt da nicht mehr mitgemacht, weil das für mich sinnfrei war. Wenn sich das inzwischen geändert hat, wäre das toll. Das hat sich vor 2 Jahren. Dann wäre eine Information toll gewesen. Nee. Habe ich nochmal nachgeguckt. Okay. Daniel. Ja. Oli. Also Abstimmungstool, ja, das ist ja nicht ganz optimal, aber das ist halt besser als nichts. Ob wir es hinkriegen, dass wir es irgendwie alle nutzen oder wirklich die große Mehrheit, keine Ahnung, weiß ich nicht. Darauf will ich aber gar nicht unbedingt hinaus. Ich habe, ich glaube, 2 Dinge. Erstens Plenar-Warm-up. Also ich habe es, ich glaube, in der vorletzten Plenarrunde gesagt, da bin ich ja etwas lauter auch dazu geworden, dass ich da eigentlich keine Lust mehr habe, hinzugehen. Dann hatten wir so ein Vorschlag hier, oder es kam ein Vorschlag auf, dass das Vorstandsreferat sozusagen die Vorbereitung der Plenarrunden übernimmt. Das hat dann einmal soweit so stattgefunden. Das war dann auch noch nicht ganz optimal, aber das kann ja auch nicht sofort aus dem Stegreif irgendwie optimal sein. Letzte Woche fand ich es mal wieder grausam schlecht. Ich möchte das halt nicht mehr. Ich finde eigentlich diesen Vorschlag, ich glaube, der kam damals von Lukas, diese Plenarrunde, ist auch egal, diese Plenar-Warm-ups hier zu schaffen. Ich finde das Ding eigentlich wirklich gut. Und ich sage einfach nochmal, ich würde mir wünschen, dass wir da in einer halben Stunde knackig uns auf die 1, 2 Tagesordnungspunkte halt nochmal, ich sag mal, so ein bisschen in Stimmung zu kommen, die halt für uns irgendwie wichtig sind. Das würde ich mir wünschen, dass ich einfach, wenn ich da rausgehe um kurz vor 10, dass ich weiß, so, wo sind die beiden Tops, wo wir heute wirklich irgendwie punkten wollen. Das ist das, was ich mir wünschen würde. Das war letzte Woche halt nur zum Teil. Also ich sag mal, wir haben uns so größtenteils irgendwie um die Fragestunde dann auch irgendwie gekümmert. Aber mir fehlt da eine strukturelle Vorbereitung zu. Ich weiß nicht, also wenn das halt so weiterläuft, wie es jetzt auch wieder gelaufen ist, für mich persönlich lohnt sich das dann nicht. Dann kann ich eine halbe Stunde einfach Sinnvolleres tun. Ich sage das jetzt hier, ich werde das beim nächsten Mal, werde ich mir das wieder angucken, nochmal angucken. Wenn sich das nicht verändert, bin ich da wirklich raus. Und das ist jetzt dann, glaube ich, schon eine recht, die recht freundliche Variante. Also ich würde mir wirklich, ich möchte nicht da raus. Ich möchte, dass das sinnvoll irgendwie gestaltet wird. Zweiter Punkt, die Debatte um Debattenkultur. Ich fand das alles ganz nett. Da waren ja auch tatsächlich ganz gute Wortbeiträge der anderen Fraktionen. Also ich finde, da kann man durchaus ja, oder können wir durchaus irgendwie auch Anregungen und Punkte soweit übernehmen. Ich fand schade, beziehungsweise würde zumindest gerne noch mal wissen wollen, es gab ja auch ein paar Ideen, was zusätzlichen Medieneinsatz und so weiter angeht. Das ist jetzt dann doch irgendwie verworfen worden. Ich möchte den Punkt aufgreifen, den Michel dann eben auch gesagt hat, das wird jetzt so ein bisschen im Hauptausschuss versanden. Das befürchte ich halt auch. Ich frage mich die ganze Zeit, ob wir trotz dieser Überweisung oder federführenden Überweisung in den Hauptausschuss, ob wir damit noch irgendwas Sinnvolles gestalten können. Das müssen wir nicht hier und jetzt diskutieren. Ich wüsste aber gerne den Ort, wo wir das diskutieren können, wie wir irgendwie das Ding nochmal hier ein bisschen pushen können im Landtag. Ich habe fertig.
habe ich hier den. In Kürze, weil wir so viele Punkte haben, ich versuche ganz schnell zu machen. Warm-up übrigens bin ich dafür beizubehalten, weil das mir oft hilft. Und wenn mal nichts ist oder lange diskutiert wird ohne Ergebnis, beim Warm-up ist das schlecht, aber schade dann auch nichts, man wenigstens dann pünktlich beim Plenum. Der überweisende Hauptausschuss war rückblickend, glaube ich, sinnvoll, dieser Debattenkulturantrag. Wenn alle sowas gesagt hätten wie Herr Engstfeld, bräuchten wir darüber nicht reden, dann würden wir auch im Hauptausschuss sicherlich sehr schnell damit durch sein. Ich glaube aber, dass uns andere, wie Herr Bovermann, wirklich anspruchsvolle Aufgabe auferlegt haben, nämlich das jetzt konzentriert auch auseinanderzunehmen, nicht im Sinne von dekonstruieren, aber im Sinne von darauf wirklich richtige Fragen zu stellen, durchaus auch schmerzende Fragen zu stellen, und das müssen wir aufbereiten. Deshalb finde ich es gut, dass der Hauptausschuss dann das auch frühestens, glaube ich, Ende Mai behandelt, aber vielleicht sollten wir gucken, wann wir das sozusagen wieder im Hauptausschuss dann auch behandeln, damit wir dann auch die Vorbereitung entsprechend abgeschlossen haben. Ich bin nächste Woche nicht im KAK, aus Gründen, dass ich in Tallinn bin. Gerne vielleicht anregen, das in die übernächste Woche in einen KAK zu nehmen und dann dort entsprechend vorangekündigt zu sprechen, wie wir die Aufbereitung machen können. Ich glaube, ein bisschen Ressourcen braucht man dafür. Wir sagen jetzt oft, Ressourcen immer schonend einsetzen. Ich glaube aber, dass es hier lohnt, dass es ein eigener Anspruch ist, hier auch die entsprechende Antwort auf die Reden der anderen im Plenum zu geben. Und das dann auch natürlich nicht nur im Hauptausschuss, just for fun, sondern dann auch konzentriert nach was außen zu geben. Ich weiß, das dürfte jetzt am Ende nicht ein, wie wir sonst gerne wollen, wegen der Transparenz ein Dreizeiler sein, sondern das ist schon was für, tatsächlich was für Politikwissenschaftler in diesem Fall vielleicht, aber vielleicht ein sehr wertvoller Beitrag. Und fürs Feuilleton. Kurz zwischendurch der Hinweis vom K-Office, wir möchten bitte Abkürzungen wie PUA und KAK vermeiden, wird da draußen kein Mensch verstehen. Also PUA ist ein Untersuchungsausschuss und ein KAK ist ein Kernarbeitskreis und wir sprechen das jetzt alle zukünftig aus. KAKs ist doch selbstsprechend. Also, das ist übrigens ein Teil der Debattenkultur, die wir ja auch schon mal angeprangert haben. Vielleicht schaffen wir ja beim nächsten Mal diese Aktion, dass wir bei jeder Abkürzung eine Zwischenfrage stellen. Was denn? Ich habe das schon nicht, ja. Frank, bitte. Nee, stopp. Nico, dann Lukas, dann Frank. Ich fand das mit dem Plenar-Warm-up ja grundsätzlich eine gute Idee. Aber halt eine halbe Stunde früher zu kommen, nur um pünktlich zum Plenum da zu sein, reicht mir als Begründung eben nicht aus. Man sollte das dann auch sinnvoll nutzen. Ansonsten, was Präsenz angeht, gilt sowohl fürs Warm-up als dann auch fürs Rennen. Mit gutem Beispiel vorangehen, ne, steigert dann auch insgesamt die Moral, kann ich an der Stelle sagen, und dann will ich es dabei belassen. Zum Plenar-Warm-up selbst nochmal. Ich glaube, ich habe damals den Beschluss eingestellt, aber das Ding ist halt irgendwie entstanden aus dem Bedarf tatsächlich heraus, weil wir gesehen haben, wir brauchen einen Raum, ein Plenum, wo wir uns vor dem Plenum absprechen können, wo wir uns einstimmen können, wo wir nochmal strategische Entscheidungen treffen können, wo nochmal Informationen ausgetauscht werden, die halt über Nacht häufig oder am Abend zuvor dann irgendwie publiziert wurden oder durch die Gänge gegangen sind. Eigentlich ein sinnvolles Werkzeug, machen die anderen Fraktionen übrigens auch. Aber das Plenar-Warm-up braucht Struktur und damit steht und fällt es. Und dieses Plenar-Warm-up braucht, ohne es vorwurfsvoll zu meinen,
die Anwesenheit des Vorsitzenden und des parlamentarischen Geschäftsführers. Weil da sind halt, bei euch laufen halt die Stränge zusammen während so einer Plenarphase. Und ich glaube, wenn wir das halt wirklich effektiv nutzen wollen, dann müssen wir zum einen Struktur da reinbringen und wirklich halt immer wieder darauf schauen, dass die Teilnahme daran möglichst hoch ist von allen Abgeordneten, insbesondere von denen, die Reden halten oder irgendwas vorbereitet haben für den Tag, als auch natürlich der Fraktionsvorsitzenden und der PGF. Nur dann lohnt sich das, nur dann kann man das halt sinnvoll nutzen, nur dann kann man daraus einen Mehrwert erzielen, weil ansonsten klappt das halt eben nicht. Zum Abstimmungstool vielleicht noch ganz kurz. Ich finde es schade, dass wir es nicht geschafft haben, das zu etablieren, und ich glaube auch, das wird uns auch nicht mehr gelingen. Ich sah das persönlich von Anfang an kritisch, das ist jetzt aber erstmal egal. Wir protokollieren halt Abstimmungsverhalten unvollständig, irgendwo im Hintergrund, in irgendeinem Redmine, das interessiert keinen, keiner findet das, es ist nicht visualisiert. Es gab den Beschluss, den wir auch als Fraktion getroffen haben, nämlich diese Abstimmungsergebnisse zu visualisieren, aufzubereiten, damit sie auf der Fraktionswebseite zur Verfügung gestellt werden, ähnlich so wie es die Landtagslupe ist oder Abgeordnetenwatch oder sonst irgendetwas. Da gab es auch meines Wissens, ohne jetzt gegoogelt zu haben, auch eine Beauftragung. Ich glaube, ich war damals auch noch irgendwie im Boot mit drin, weil ich damals noch für die IT zuständig war. Ich glaube, da war noch eine andere Person auch mit im Boot drin. Es sollten Angebote eingeholt werden und so weiter. Das war Anfang 2014. So, seitdem hat sich keiner von uns drum gekümmert. Ich, meine Person eingeschlossen, ich glaube, das Ding ist halt tot. Und da müssen wir, glaube ich, nicht weiter drüber reden. Oder wir packen uns jetzt an die Nase und sagen, jo, im letzten Jahr machen wir jetzt volle Pulle, müssen wir aber entsprechend Ressourcen da rein investieren. Frank Hartmut, Dietmar. Genau, auch angesichts der Zeit, nur kurz zusammenfassend. Lukas hat gerade zum Plenar-Warm-up noch ein paar wichtige Punkte gesagt, was dieses Thema Struktur angeht. Ich wollte eigentlich nur dazu sagen, dass Plenar-Warm-up lebt von den Teilnehmern. Mehr braucht man da, glaube ich, nicht zu sagen, und es macht Spaß vielleicht noch. Ansonsten hoffe ich, dass Ollis Ausführungen zum letzten Tagesordnungspunkt der Plenarrunde vollständig protokolliert worden sind, weil ich möchte jedes einzelne Wort, was er gesagt hat, unterschreiben zu 100% und würde, wenn das, und zwar inklusive der Hinweis auf die Qualität einzelner Debattenbeiträge und auch dem Anspruch und Aufforderung praktisch in der weiteren Kommunikation unsererseits, im weiteren Umgehen mit dem Antrag unsererseits, dieses Niveau auch doch auf einem bestimmten Level hochzuhalten. Wie gesagt, zu 100% unterschreiben, und falls das nicht gelungen ist, bitte für diesen, beantrage ich ein Wortprotokoll, diesen Beitrag von Olli. Kann man vielleicht aus dem... Hartmut. Ja, nur ganz kurz, das Warm-up hat letzte Woche am Mittwoch geklappt. Am Donnerstag hat es nicht geklappt. Am Mittwoch hat es ganz gut geklappt, ich war dabei. Am Donnerstag haben die Kollegen, es sind ja drei, eigentlich soll das Vorstandsreferat die Sache strukturieren. Die Kollegen haben schlichtweg, jeder hat sich auf den anderen verlassen. Das geht natürlich nicht, sondern es muss wirklich vorbereitet werden, auch in dem Sinne, wie du es ja gesagt hast, dass man auch stimmungsmäßig sagt, was ist das Wichtige, was ist das Unwichtigste. Ich habe mit den Kollegen geredet, die hatten auch ein schlechtes Gewissen. Das muss natürlich zu Änderungen führen, ist klar. So, Thema Debattenkultur, Antrag. Ich verweise da gerne an dieser Stelle nochmal wegen der Befürchtung, dass das Ding im Hauptausschuss jetzt irgendwie so mir nichts, dir nichts weggestimmt wird, auf eine E-Mail von Olli, mit der er die fünfte Version dieses Antrags rumgeschickt hat. Ich glaube, das war der 16. April, oder 16.3., ich weiß es nicht. Also jedenfalls irgendeine E-Mail, wo drin stand, ja, dann sei es doch drum, dass in einer Anhörung im Hauptausschuss der Antrag einfach gar nicht abgestimmt, sondern offen gelassen wird oder gar zurückgezogen werden möge, damit er nicht weggestimmt wird. Du erinnerst dich, Olli, du hattest dich mal in diese Richtung geäußert. Das wollte ich nur noch mal, damit das nicht in Vergessenheit gerät, als Anregung mit in die weitere Sachbearbeitung im Ausschuss hineingeben.
Achso, ich stehe sogar als nächstes drauf. Was wollte ich sagen? Achso, ich wollte mich entschuldigen. Lieber Toso, du hast natürlich recht. Richtigstellung. Lieber Toso, du hast recht. Ich habe mich anscheinend vertan. Das mit dem nicht für andere Abstimmen gibt es im Bereich Umlaufbeschlüsse. Das ist anscheinend in dem Abstimmungstool fürs Plenum nicht umgesetzt. Ich hatte das falsch im Hinterkopf. Das wollte ich jetzt nur richtig gestellt haben. Und das Zweite, zu dem Warm-up wollte ich noch eins gesagt haben. Beim Warm-up fällt mir immer wieder auf, mal davon ab, dass es Struktur bräuchte und dass das Vorstandsreferat das ja mal vorbereiten wollte und das auch wieder machen könnte. Was fehlt in dem Warm-up ist aber auch die, wie soll ich das nennen, das Gefühl dafür, dass Leute sich damit auseinandergesetzt haben, dass ihr Tagesordnungspunkt tatsächlich wichtig sein könnte. Also so einen Überblick zu geben und nochmal die Tagesordnung durchzugehen, ist okay. Und das war ja auch damals Ziel, dass man so die aktuellen Infos nochmal hat, kurz vorher. Was mir häufig fehlt, ist, dass in dem Moment, vielleicht Lisa, und dass es früh morgens ist, keine Ahnung, dass man sagt, so, das ist heute der große Bringer, da müssen wir besonders drauf achten. Das haben wir am Anfang mal gemacht, das ist eingeschlafen. Da ja auch gerade gesagt wurde, dass da irgendwie Struktur rein muss, werde ich mir das jetzt auf die Fahne schreiben, dass wir das zum nächsten Warm-up so machen. Nein? Doch? Vielleicht? Habe ich was Falsches gesagt? Gut. Gibt es weitere Wortmeldungen dazu? Zu dem Punkt Nachbereitung der letzten Plenarsitzung. Das ist nicht der Fall. Dann kommen wir jetzt zu Vorbereitung der Plenarsitzung 11., 12., 13. Mai. Ich habe in der Tagesordnung stehen Anträge in der Vorbereitung. Einen kenne ich. Wer hat Anträge in der Vorbereitung? Der Lukas. Dran erinnern. Was denn? Lukas. Ja, ich habe ein. Ach so, ich habe. Ah, verstehe. Jetzt verstehe ich dich. Ja, ich habe einen Antrag vorbereitet und ich freue mich, es wird großartig. Hat noch jemand einen Antrag vorbereitet? Okay, also wir haben jetzt, Frank ist an irgendwas dran, sagt er. Das sage ich jetzt nicht laut ins Mikro. Gut, also ich sehe im Moment drei Anträge in der Pipeline. Frage, gibt es jetzt konkret für die Plenarsitzung 11., 12., 13. Mai irgendetwas, was wir jetzt schon auf dem Schirm haben sollten? Hat da jemand etwas? Inhaltlich, nicht technisch. Ja, inhaltlich, nicht technisch. Technisch haben wir gerade mitgenommen, jetzt kommt inhaltlich. Gut, das ist nicht der Fall. Dann kommt der Top nächste Woche wieder dran. Auf die Plenarsitzung sollte man sich ja beständig vorbereiten. Top 8, Nachbereitung, Fraktionentreffen, 24.04.2016. Das war gut, ist die erste Wortmeldung ohne Mikro. Wer möchte etwas dazu sagen? Der Grumpy. Vielleicht kannst du so ein, zwei Sätze ausnahmsweise mithacken, aber... Ich hacke alles mit, aber... Das Fraktionentreffen jetzt am vergangenen Sonntag im Anschluss an das kommunale, dann danke ich dir, Michelle, dann musst du das nicht machen. Darfst du das nicht machen? Ich möchte mich erstmal ganz herzlich bedanken bei allen Leuten, die im Vorfeld geholfen haben, das Ding überhaupt, ich sag mal, in neu auf die Füße zu stellen. Es gab über die Jahre immer Kritik am Fraktionentreffen. Und dieses Mal, so wurde mir halt auch gesagt und bestätigt, wäre es das erste Mal gewesen, halt, dass es wirklich konstruktiv war. Wir haben eine Menge...
Okay, es gab es schon öfters, höre ich von der Seite. Wie gesagt, ich habe das jetzt nur so, wie es an mich herangetragen wurde. Nichtsdestotrotz, wir haben eine Menge Arbeit wieder mit zurückgebracht. Wir werden eine Menge mit, in diesem Fall mit Schleswig-Holstein, Saarland und dann halt auch trotzdem, weil die Berliner ja nicht konnten, aufgrund der Tatsache, mit Ansage, weil ja auch Aufstellungsversammlung in Berlin war, dass wir die Ideen, die dort entwickelt wurden, die ja zum Teil auch schon öffentlich entwickelt worden waren, nämlich zum Beispiel der digitale Kompass, dass wir diese Sachen jetzt in schnellstmöglicher Zeit sinnvoll inhaltlich korrigieren, zusammenziehen, aufbereiten und dann sozusagen jedes Land etwas hat, was in leichten lokalen Abwandlungen dann als Leitfaden für die jeweilige Fraktion nach außen hin ja, funktionieren kann und wird. Die Schleswig-Holsteiner haben zuerst den Aufschlag gemacht, indem sie Inhalte des digitalen Kompass auch schon bereits haben öffentlich debattieren lassen, um dann sozusagen uns die Möglichkeit gegeben zu haben, dass wir das Ding einfach klauen, Copy, Remix, Share, auf NRW adaptieren und wir jetzt im nächsten Schritt überlegen können, wann und wie wir einzelne Inhalte und das Ding dann in Gänze ebenfalls öffentlich diskutieren lassen können in der Entstehungsphase, um dann den Saarländern die Chance zu geben, genauso weiter zum, also das mit übernehmen zu können und das halt alles sozusagen so schnell wie geht vor der Sommerpause. Puh. Es gab dazu noch eine Menge anderer Slots für andere Bereiche. Könnte ich jetzt so aus dem Bauch heraus nicht, weil ich habe komplett mich mit dem Kompass beschäftigt gehabt. Und ganz herzlichen Dank auch nochmal an Lara und das Vorstandsreferat oder für mein Nixus und auch an alle Referate, die dort mitgemacht haben und im Rahmen einer Sonntagsarbeit das alles ermöglicht haben. Dankeschön. Gut. Toso. Das hat ja jetzt an einem Wochenende zusammen stattgefunden mit dem Kommunalvernetzungstreffen. Da wäre für mich nochmal interessant zu hören, macht diese grundsätzliche Zusammenführung für euch Sinn? Oder war das für, weil ich ja am Sonntag leider nicht teilnehmen konnte, ist das jetzt aus Sicht des Teilnehmenden eher nicht so optimal? Nein, nicht das KVT alleine, sondern ich will jetzt keine Beurteilung zu den einzelnen Geschichten haben, sondern ob es Sinn macht für euch, das Termin nicht so an einem Wochenende zu konzentrieren. Weil da haben wir ja durchaus steuernd Einfluss. Ich fand das gut. In meinen Augen hat das Sinn gemacht. Ich muss dazu sagen, ich war schon am Freitag da wegen den Big Brother Awards von Digital Courage. Und das machte auf jeden Fall Sinn, weil ich auch gemerkt habe, dass ich mich sonntags auf Dinge bezogen habe, die dann halt am Samstag besprochen worden sind und auch andersrum. Insofern war das ein sehr konzentriertes Wochenende und ich war abends relativ durchgenudelt im Kopf am Sonntag. Aber das war anstrengend, aber gut. Insofern aus meiner Sicht macht das Sinn und sollte dann halt vielleicht wiederholt werden. Was mir halt ein bisschen, was ich ein bisschen schade fand, ist tatsächlich, dass die Teilnahme der kommunalen Mandatträgern sehr zurückhaltend war. Ich weiß nicht, ob es daran lag, dass es halt eben Bielefeld ist, ne, und viele denken, oh, die wollen uns verarschen, gibt es doch gar nicht. Oder eine Entfernung, ich weiß es nicht. Ich habe auch mit zwei Leuten gesprochen, von denen ich weiß, dass die ein Mandat haben kommunal. Und sie sagten, ja, das bekommen wir gar nicht so mit, weil die Einladungen über die Mailingliste gehen. Toso, stimmt das, dass es rein per E-Mail erfolgt, die Einladung der kommunalen Leute? Oder ist da auch was geplant, eventuell als, ich sage jetzt mal, auf Totholz, so wie wir das halt herkennen? Vielleicht würde das die Rate und die Quote steigern, so mit Anmelden und Absagen. Nur so als Anregung. Das soll eine steuernde Wirkung haben. Weil die Liste der Kommunalpiraten NRW ist eine extrem wichtige
Vernetzungsplattform, die hervorragend funktioniert, wo hervorragend auch inhaltlich gesprochen wird. Und dementsprechend hat es den Sinn, die Sachen für Kommunale wirklich auf ausnahmsweise mal auf einem Kanal zu konzentrieren. Es soll die Leute dazu auch tatsächlich zu einem Teil bringen, das zu abonnieren. Da läuft nicht jeden Tag 20 Mails drüber, aber die 5 Mails, die in der Woche darüber laufen, die sind für alle Kommunalen wichtig. Und dementsprechend haben wir auch die Einladung nur darauf konzentriert. Das hatte also wirklich einen Hintergedanken. Wir können das auch wieder streuen. Ich habe nur in der Vergangenheit nicht unbedingt bessere Erfahrungen damit gemacht, wenn wir die Kanäle einfach multiplizieren. Gut, kurz dazu. Ja, also unterstreiche ich vom Prinzip her, aber habe ich eben schon mal gesagt, soll jetzt kein Standardsatz werden, aber auch was die Bekanntgabe und auch Inhalte, die ja auch attraktivitätssteigernd wirken, also wenn man halt schon die Tagesordnung und so weiter verschickt, da ist sicherlich noch Luft nach oben, was die Möglichkeiten der Verbreitung dieser Informationen auch im kommunalen Bereich angeht. Aber da wird auch, glaube ich, von jedem KVT zu jedem KVT immer noch mal wieder dran gearbeitet, um das auch besser zu machen und weiter zu streuen. Punkt, wo ich mich gemeldet hatte, war die Frage von Toso, ob diese Kombination irgendwo Sinn macht. Ich denke mal, also Bielefeld war das, ne? Ja. Das war eher bedingter Zufall, es wurde dann schon ein bisschen in die Richtung geplant, ja, aber ansonsten aus NRW-Sicht, Lukas, gebe ich dir recht, dieses Kompakte macht dann Sinn, aber ich bitte daran zu denken, dass das Fraktionentreffen ja halt auch die anderen Bundesländer betrifft und in dem Kontext macht das eher weniger Sinn. Für die anderen würde ich mich jetzt mal so weit aus dem Fenster lehnen. Genau, würde ich mich, wie gesagt, so weit aus dem Fenster lehnen, dass es da eher weniger Sinn macht. Es macht sicherlich Sinn, die Fraktionentreffen zu machen. Ich würde mir sehr wünschen, wenn wir dieses Jahr noch eins hinkriegen. Das war nämlich sehr gut. Insofern auch danke an Grumpy für die Übersicht eben. Ich möchte das Ganze mal aus Mitarbeitersicht betrachten. Ich finde es gut, dass die Sachen konzentriert an einem Wochenende sind. Auch für die Anreise, dass man dann eben, wenn man mehrere Sachen besuchen möchte, sich nur ein Wochenende wegblockt. Wir sind alle, und da sind die MDLs wahrscheinlich noch intensiver beansprucht als wir, haben an den Wochenenden ohnehin wenig Zeit, alle. Und das dann auf wenige Wochenenden zu konzentrieren, finde ich gut. Ich finde es besonders gut, solche Anlässe wie den Brick Brother Award zu nehmen, weil dann noch das Interesse bei einigen Piraten dann doch noch wieder da ist. Das sind auch Anlässe, die man planen kann. Das kann man rechtzeitig planen. Man wird es nie hinkriegen, dass immer alle können, das ist ja normal. Aber tatsächlich, so diese Konzentration auf ein Wochenende finde ich sehr gut. Sollten wir weitermachen. Ich sehe mehr Vor- als Nachteile darin, um deine Frage zu beantworten, das zusammenzulegen, egal ob es jetzt um KVT und Fraktionentreffen oder KVT und andere Veranstaltungen geht. Es gibt natürlich Nachteile, es gibt natürlich Leute, die sagen, ich komme auch trotzdem nur einen Tag und dann muss ich mich halt entscheiden. Aber ich glaube, das würde auch passieren, wenn du zwei verschiedene Wochenenden hast. Eine dichte Folge an Wochenenden, die belegt sind, zum Beispiel LPT, BPT, KVT und dann noch ein TDPA hintereinander an 4 Wochenenden, schaden mehr, als wenn du einmal ein Wochenende konzentrierst. In dem Fall ja. Wichtig ist, darf nicht als Entschuldigung verwendet werden, dass wenige kommen sind. Das habe ich jetzt auch erlebt und das bringt nichts. Das ist nämlich, glaube ich, nicht wahr. Zu den Leuten, die da waren, ist mir sehr aufgefallen, dass der sehr unterschieden hat zu den Leuten, die beim KVT in Essen waren. Ich glaube, dass das nicht thematische Gründe hatte, sondern geografische Gründe hatte. Wir hatten wirklich viele Leute aus Bielefeld, Gütersloh, Herford, Minden war auch da, Paderborn und so weiter da und aus Aachen. Und wir hatten sehr wenig Leute aus der Rheinschiene, aus dem Ruhrgebiet da, die uns sonst treffen. So ist das halt. Da wird man auch übrigens mit einem Delegiertensystem nicht viel machen können, denn dann ist ein Mandatsträger treffen, insofern ein Delegiertensystem. Kurze Abkürzungserklärung, KVT steht für Kommunales Vernetzungstreffen.
Und TDPA? TDPA ist der Tag der politischen Arbeit und LPT ist ein Landesparteitag. Und BPT ist ein Bundesparteitag. MFG heißt mit freundlichen Grüßen. MDL heißt Mitglied des Landtags und WTF heißt was zur Hölle. So, haben wir jetzt alles erklärt. Gut, also, da der Timer immer noch nicht funktioniert, lieber Lukas, um das nochmal zu antworten auf deine Frage vorhin. Wir sind bei Top 9, wir haben 14 Tops. Wir müssen jetzt im vollen Galopp durchreiten. Wir haben nämlich eigentlich 90 Minuten nicht öffentlich geplant. Und haben keine Pause. Und wir haben keine Pause schon keine Pause gemacht. So, gibt es noch etwas zum Thema Nachbereitung Fraktionentreffen? Ansonsten würde ich Toso. Big Brother Awards Bielefeld habe ich mitgenommen. Wenn wir es hinkriegen, machen wir es nächstes Jahr wieder genau mit dem Anker am Freitag, Samstag, Sonntag. Go. Alles klar. So, Top 9. Änderung des Ablaufs der Kernarbeitskreise. Ihr habt eine Vorlage B22 2016. Braucht noch jemand eine Erklärung zu dieser Vorlage? Es geht darum, dass wir einen Kernarbeits- oder zwei Kernarbeitskreise zusammenlegen, damit den einen streichen, eine Stunde sparen, Mittagessenzeit und ihr wisst schon und so weiter. Ihr habt die Vorlage da liegen. Wenn es da keine Fragen zu gibt, dann kopiere ich mir jetzt von oben so ein Abstimmungsgedöns. Oh, das ist aber weit oben, hör mal. Ich habe schon. So, ich stelle fest, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 MDL anwesend. 13 MDL anwesend. Wer ist gegen diese Änderung laut Vorlage? Möchte sich jemand enthalten? Nein, dann ist das einstimmig so angenommen und wir werden die beiden Kernarbeitskreise zusammenlegen. Top 10, Stand Jugendlandtag. Daniel. Ich war nicht darauf vorbereitet, egal. Ja, zunächst ein großes Dankeschön an alle, die jetzt noch Kandidatinnen und Kandidaten wo auch immer hergeholt haben. Das hat hervorragend geklappt. Also diesen Testlauf, dass wir innerhalb von wenigen Tagen die Kandidaten zusammenkriegen, das klappt hervorragend. Für künftige Situationen nutzen wir vielleicht auch längere Fristen. Dann ist das alles irgendwie entspannter. Verstehe nicht. Ist aber egal. Also soll heißen, meines Wissens haben wir zurzeit eine Punktlandung, was Kandidatinnen und Kandidaten angeht. Wir haben allerdings damit auch leider einen Mangel an Ersatzkandidatinnen und Kandidaten. Soll also heißen, wenn ihr noch jemanden habt, der sich jetzt in nächster Zeit bei euch meldet, dann gebt die Infos auch nochmal bitte an Andro weiter, damit wir zumindest nochmal vielleicht 2, 3, 4 Kandidaten haben, wenn denn da irgendwie noch irgendwelche Ausfälle oder sowas zu beklagen sind, dass wir nachbesetzen können. Ansonsten ist es halt so, dass der Platz sonst unbesetzt bleibt und unsere Fraktion damit einfach kleiner wird. Das ist in der Vergangenheit auch passiert und das ist leider hier vom Ablauf her ein bisschen schade und auch doof tatsächlich. Also nochmal ganz großes Dankeschön auch an Andreas, der sich da, der euch da allen ein bisschen hinterher gewurschtelt hat. Ein Satz noch vielleicht dazu. Jetzt haben wir ja noch ein bisschen Zeit bis zum Jugendlandtag. Tragt euch die Termine vielleicht schon mal ein, 23. bis 25.06. Wie immer wird es einen parlamentarischen Abend geben. Wie immer wird es am Samstag halt eine Plenarsitzung geben. Und auch so zwischendurch ist es einfach schön, sich da einfach mal blicken zu lassen. Es ist, die Jugendlichen freuen sich halt darüber, wenn sie auch ihren MDL irgendwie kennenlernen. Und zwar vielleicht nicht erst dann am Samstag oder wann auch immer, sondern vielleicht auch am Donnerstag, wenn das Ganze hier dann losgeht. Gerade bei denjenigen, die jetzt irgendwie sozusagen auf Zufall zugeordnet sind, ne, dann ist das schon ganz schön zu wissen, wer ist jetzt, keine Ahnung, Frank Herrmann, wer ist denn das überhaupt?
natürlich 3.5. Gut, gibt es Fragen zum Thema Stand Jugendlandtag? Olaf, bitte. Fragen nicht. Ich möchte den Appell, den gerade Daniel losgeworden ist, auch gerade nochmal unterstreichen und vor allem eigentlich für den parlamentarischen Abend. Also wenn ihr wirklich wenig Zeit habt an dem Wochenende und es irgendwie aber hinkriegen könnt, dann kommt, wenn es zu dem parlamentarischen Abend. Das ist einfach so, jetzt kann man jetzt das kitschig und blöd finden oder so, da werden auch Fotos gemacht, dann immer der Jugendlandtagsabgeordnete mit dem anderen. Das ist einfach scheiße für die, wo der Landtagsabgeordnete nicht da ist. Also wenn ihr nur wenig Zeit habt, nimmt wenigstens den Termin wahr, wenn es geht. Das ist Freitagabend, meine ich. Nee, ist das Freitag? Nee, das ist an dem Tag, wo es Plenum ist, ne? Das müsste Samstagabend sein. Nee, ich denke, das ist Freitag. Ach so, nee, ist ja Donnerstag. Die haben jetzt Donnerstag geschoben. Soweit ich weiß, gibt es noch keine feste Terminplanung. Ja, aber müsste Freitag sein. Gut, sagen wir also, wenn die Terminplanung feststeht, gibt es weitere Fragen, Anmerkungen, Ideen, Jugendlandtag? Das ist nicht der Fall. Der Dank ist, glaube ich, angekommen. Dann kommen wir jetzt zu Top 11, Pflege am Boden. Das ist ein Top von Olaf. Ich habe gerade mit Olaf geredet. Den schieben wir auf Top 5 nächste Woche. Kommen wir zu Top 12. Aktivitäten der Fraktion am 1. Mai. Grumpy meldet sich. Genau. 1. Mai ist dieser lustige Tag der Arbeit. Heute stehen ja auch schon wieder ein paar Leute draußen auf den Straßen und demonstrieren für mehr Geld. Zu Recht, genau. Ich würde sagen, BGE, bedingungsloses Grundeinkommen, um die Abkürzung aufzudröseln. Ich selber werde am Tag der Arbeit, dem 1. Mai, diesem Sonntag, zuerst in Köln sein, dort am Infostand der Piraten teilnehmen und dann nach Düsseldorf fahren. Hier in Düsseldorf ist dann halt auch an der Landesgeschäftsstelle, soweit ich weiß, ein Infostand und werde dann dort den Rest des Tages zum Beispiel unsere 9 Flyer, die im Laufe der Woche ja noch kommen, dann dort persönlich unter die Leute zu bringen und mich mit den Leuten auch vernünftig über solche Themen wie einer digitalen Revolution und einer massiven Veränderung der Arbeitswelt in diesem Land unterhalten. Mich würde von vornherein interessieren, nämlich wer selber in seiner Stadt halt auch am Start ist. Meine Frage. Okay. Kurz noch ein Satz von mir, dann Simone. Achso, wir melden die am Start sind. Ne? Okay, dann lass mich noch folgenden Appell eben loswerden an die Anwesenden und natürlich auch diejenigen, die hinter das Protokoll lesen. Wir haben die Geschichte zum Thema BGE ja jetzt schon seit knapp 2 Wochen in Planung. Wir bedingungsloses Grundeinkommen, das wurde aber schon gesagt. Ich muss jetzt nicht jede Abkürzung nochmal neu erklären. So, also, wir haben diese Aktion zum Thema bedingungsloses Grundeinkommen zum 1. Mai ja jetzt schon etwas länger in der Pipeline. Wir haben auch unser Verfassungsreferendum schon etwas länger in der Pipeline und das ist beides, das eine fängt jetzt an am 1. Mai und das andere ist Tag der Arbeit, diese BGE-Flyer. Und ich würde tatsächlich jeden von euch darum bitten, dass er jetzt am 1. Mai in seiner Stadt, in seinem Wahlkreis oder wo auch immer es ihm beliebt, ich will euch das ja nicht vorschreiben, an Aktionen teilnimmt, sich mit den lokalen Piraten da zusammentut. Und das wäre sehr, sehr, sehr gut, gerade für die Geschichte, auch als Startschuss für die Geschichte Verfassungsreferendum, wenn wir es hinbekommen würden, dass wir alle am 1. Mai zumindest ein Stündchen irgendwo an einem Termin teilnehmen. Ja, das war mein Appell. Wolltest du abgefragt haben jetzt noch? Oder ist das Simone, hatte gesagt? Simone macht wahrscheinlich was in Bochum. Ja, wir haben einen Infostand direkt an der Kundgebung. Bei uns ist ja auch die große Veranstaltung inklusive Hannelore Kraft. Und werden dort die komplette Veranstaltung, die bis ca. 13 Uhr steht. Und ab 14 Uhr ist die Nazi-Demo am Bahnhof. Und da werden wir uns dann da zur entsprechenden Gegenveranstaltung auf den Weg machen. Also buntes Programm am Sonntag. Nein, ich bin da. Weil ich deinen technischen Schnickschnack-Scheiß, das funktioniert halt einfach nicht. Sehr ähnlich. Wir werden uns bei der Gegenveranstaltung tatsächlich auch in Bochum dann treffen, weil es da halt
Die hoppeln ja quasi von Stadt zu Stadt und hoffen dann, dass sie mal mehr als 50 Leute zusammenkriegen, das rechts draußen Volk. Und da werden natürlich regionsübergreifend Menschen gegen demonstrieren. Ja. Also erst zu Hause, dann im Boot. Gut. Ich glaube nicht, dass jetzt jeder einzeln sagen muss, oder Grumpy, so war das nicht gemeint. Nein. Gut. Gut. Auf jeden Fall Bratwurst. Bratwurst ist immer gut, 1. Mai. Jo, jetzt noch etwas zum Thema 1. Mai. Da wird auch noch eine Info rumkommen, das kann ich jetzt schon mal ankündigen. Aber wenn es da weiter nichts gibt, käme ich jetzt zu Top 13. Mein Vorschlag ist, schieben auf Top 6 am 3.5. Frank, du wolltest ein, zwei Sätze sagen. Meine Befürchtung ist, wir werden in eine politische Diskussion übergehen. Die, das darf auf keinen Fall passieren. Nee, das darf jetzt nicht mehr passieren, tatsächlich. Nächste Woche wird der Phrasi-Timer wieder funktionieren, sonst bringe ich eine Stoppuhr mit. Dann Frank, bitte. Ja, das machen wir dann mal so. Da bin ich damit einverstanden. Dafür sage ich aber jetzt noch ganz kurz was zum Thema BGE beziehungsweise zu der Crowdcard. Ihr kennt ja alle wahrscheinlich die Aktion von dem Berliner Verein, der hier Payback-Punkte sammelt. Meingrundeinkommen.de, ganz genau, Payback-Punkte sammeln für das bedingungslose Grundeinkommen. Es gibt jetzt eine Anweisung von einem anderen Protagonisten in dem Feld, nämlich Götz Werner, der sich ja auch dafür einsetzt. Er hat jetzt untersagt, in seinen Läden diese Karte zu verwenden. Das finde ich eine sehr spannende Geschichte. Das heißt also, man kann bei DM nicht mehr für mein Grundeinkommen Payback-Punkte sammeln. Das nur mal so. Ich finde das, ja, das Eingeweihte verstehen da vielleicht was. Also Götz Werner ist einer, der sich für Grundeinkommen einsetzt. Dieser Verein macht praktische Umsetzung, wie man mein Grundeinkommen, wie man damit umgeht, was das bedeutet, indem er halt diese Payback-Punkte halt dafür sammelt. Und anscheinend gibt es da Konkurrenzsituationen. Der eine verbietet jetzt dem anderen, in seinem Bereich aktiv zu sein. Wir sind übrigens im Top. Weiteres Vorgehen zum Thema Videoüberwachung. Top-Kapern ist. Nur um das kurz gesagt zu haben. Dafür gibt es Top 14. Ja, wir schieben das jetzt auf Top 6 nächste Woche. Sehr gut. Dann sind wir in Top 14 Sonstiges. Erstens, zur Kenntnis ein Schreiben des Präsidiums bezüglich. Ups. Dann steht da nicht mehr. Ich glaube, du meinst Treffen der Ausschussvorsitzenden, genau, oder? Dann bitte. Geht auch ganz schnell. Es geht um das Treffen der Ausschussvorsitzenden. Ich selber frage halt jetzt ganz einfach beim Präsidium nach, ob ich dann sozusagen kommissarisch eben mit in der Runde dabei sein darf. Dies wollte ich euch nur zur Kenntnis geben, weil wir ja gerade keinen Ausschussvorsitzenden in dem einen Ausschuss haben. Das werden wir noch thematisieren. Nur damit ihr Bescheid wisst. Es war halt nur zur Kenntnis. Haben alle die Info, worum es da geht? Nö. Dann habe ich die Mail ging an alle. Also die haben alle Abgeordneten bekommen, auf jeden Fall. Mit dem Anschreiben. Das habe ich da sogar mit dran. Okay, ich mache es ganz kurz. Es geht um ein paar Themen, die da lauten: Anzahl der Anhörungen, Presse in Anhörungen, Belegung Sitzungsräume, Ausschussreisen in sitzungsfreien Zeiten, Protokollierung von Ausschussreisen und die Sicherheitslage bei besonderen Anhörungen soll besprochen werden. Das ist dem Brief so zu entnehmen. Das kann ich machen, weiterleiten. Bitteschön, wo ich da sowieso schon mal drin war. Gut. Nächster Punkt. Kurzvorstellung, Ausschreibungs- und Auswahlverfahren. Kurzvorstellung, Ausschreibung bzw. Auswahlverfahren, Fahrscheinfreistudie. Olli. Ich glaube, ich muss das Wort anders nennen. Nennen wir es Studie für Bus und Bahn fahrscheinfrei, dann kann man es gut aussprechen. Ich glaube, das Wort fahrscheinfrei geht. Also, wir wollen zeigen, dass Bus und Wir wollen zeigen, dass Bus und Bahn fahrscheinfrei machbar ist, und zwar auch wie das machbar ist. Wir suchen dazu eine Modellkommune und deshalb, Modellkommune ist einfach. Also eine Gemeinde, die
die das modellhaft durchführt. Und deshalb möchten wir auch eine Studie beauftragen, die die Umsetzungsschritte zeigt, die in einer Gemeinde notwendig sind, um dort einen Modellversuch Bus- und Bahn fahrscheinfrei zu starten. Und wir hatten eine Auftaktveranstaltung am 12. März in Essen. Seitdem läuft unsere Suche. Und wir haben bisher Bewerbungen bzw. Ankündigungen von Initiativen aus folgenden Orten in Nordrhein-Westfalen, nämlich Grevenbroich, Kreis Recklinghausen, Rhein-Sieg-Kreis und Wuppertal. Und in 3 Wochen soll aber die Entscheidung fallen. Und diesen Freitag um 12 Uhr schließen wir dazu die Bewerbendenliste. Das heißt, dann werden wir dafür sorgen, dass sich alle in Schrift und Bild und auch hier für uns darstellen können, dass wir auch alle wissen, wer hat sich beworben, was sind das für Leute, steht dahinter. Die konkreten Infos und speziellen Fragen dazu, die ich jetzt nicht vorlese an dieser Stelle, gehen diese Woche an die Bewerbenden raus. Und mit anderen Worten, das hier ist jetzt angekündigt, habe ich schon, aber vielleicht haben einige abgewartet. Das hier ist jetzt der letzte Aufruf, Last Call. Wenn ihr euch bisher abgewartet habt, meldet euch bei mir oder bei fahrscheinfrei@piratenfraktion-nrw.de bis spätestens Freitag 12 Uhr. Gibt es Fragen vom K-Office? Habe ich irgendwelche Abkürzungen nicht erklärt? Last Call ist keine Abkürzung. NRW, Nordrhein-Westfalen. Gut. Gibt es Fragen, Anregungen, Nachforschungen, Ideen? Sehe, das ist nicht der Fall. Das war der letzte Punkt. Also es war noch ein Punkt unter Sonstiges, der da hieß Aktivitäten der Fraktion am 1. Mai. Ich glaube, das hatten wir gerade schon. Von daher habe ich das jetzt aus dem Protokoll rausgenommen und kann die öffentliche Sitzung beenden um 12.15 Uhr. Für die Raucher unter euch, oh, wir haben schon 12.17 Uhr, für die Raucher unter euch, 8 Minuten, 5 vor, fangen wir wieder an mit dem fraktionsöffentlichen Teil. Und dann geht es weiter im Galopp. 5 vor halb, ja, ja. 5 vor halb. Je mehr ihr nachfragt, desto weniger Lungenzüge gehen. So, liebes K-Office, auf Wiedersehen. Die Raucher können schon mal los. Das ist ja auch immer schwierig mit den Zigaretten. Man muss hier ja auch ganz weit gehen, bis man draußen ist. Liebe Besucher im K-Office, auf Wiedersehen. Und wir sehen uns nächste Woche in diesem Internet. Tschüss.